Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem zweiten Konferenztag. Wir steigen so ein bisschen fliegend ein, haben etwas verspätet begonnen, weil die Leute sich noch orientieren müssen, ihren Kaffee trinken müssen. Ein Kollege ist noch kurz in der Maske, weil die Kollegen von der FH Mainz hier mit 4 Kameras arbeiten. Dann ist es immer gut, wenn sie etwas geschminkt sind. Ja, heute haben wir, glaube ich, bessere Startchancen als die etwas zurückhaltenden Parteivertreter gestern, weil die Agenturen natürlich immer mit ihrem Kreativitätsüberschuss offener sein dürfen, lockerer, ehrlicher und unbefangener. Und sie haben auch das Go, dass sie offen reden können und sind ja alles so bunte Paradiesvögel. Und nachdem Frank Staus von der SPD sogar ein Buch, ein Höllenritt geschrieben hat, glaube ich, können Sie einfach auch auf dieser akademischen Grundlage freier reden und wissen, wie es in der Werbeagentur zugeht. Links von mir sitzt sozusagen einer dieser Paradiesvögel, Dr. Lutz Meyer. Ganz ungewöhnlich ist, dass er eigentlich ja sein Handwerk gelernt hat bei Matthias Machnick. Er war beim SPD-Parteivorstand mal in der Kamper, ne? Und hat, glaube ich, auch einiges gelernt und sagt, das Know-how, was Machnick ihm beigebracht hat, lässt er jetzt sozusagen der Kanzlerin angedeihen. Was ist das für ein Gefühl? Also bei dieser etwas irreführenden Anmoderation, ich würde sagen, wir haben damals gut zusammengearbeitet und vieles von dem, was Matthias Machnick bis heute vorträgt, haben wir damals gemeinsam erarbeitet. Vor allen Dingen ein wichtiger Satz. Für einen Wahlkampf ist entscheidend, dass Person, Programm und Partei zusammenpassen. Und das halte ich nach wie vor für richtig. Und wir können ja heute im Laufe des Tages mal überlegen, für welche Partei das zutrifft und ob Matthias Machnick in seiner Funktion jetzt das wiederholen würde. Ich bin damals aus voller Überzeugung in diesem Wahlkampf dabei gewesen, aber dann irgendwann aus voller Überzeugung auch aus der SPD ausgetreten, weil der Kurs nach Schröder deutlich nach links gegangen bin. Insofern bin ich mir treu geblieben, die SPD nicht. Und bin nicht Mitglied der CDU, aber habe mich sehr gefreut, dass Angela Merkel mich für diese durchaus verantwortungsvolle Aufgabe gefragt hat. Wie würden Sie das sehen, generell als Werber? Muss man eine politische Identität haben, die synchron ist mit dem Auftraggeber? Ist es günstig, wenn Sie sozusagen auch Feuer und Flamme sind, auch für eine Person und für die Sie werben? Da gilt das Gleiche wie für alle Werbung und Kommunikation. Wenn ich für ein Fischstäbchen arbeite, muss ich mich auch nicht als Fischstäbchen fühlen. Und wenn ich für ein Auto Werbung mache, muss ich auch nicht den ganzen Tag brumm brumm machen. Aber wenn ich für eine politische Partei arbeite, dann ist das ist die Grundvoraussetzung natürlich, dass ich mir grundsätzlich vorstellen kann, A, diese Partei zu wählen und zweitens davon überzeugt bin, dass es auch richtig ist, dass sie regiert. Insofern haben wir da einen kleinen Unterschied zum Fischstäbchen. Aber für uns im Team, in der Agentur gilt, niemand muss mitmachen, wenn er nicht möchte. Und grundsätzlich ist aber bitte auch kein Genöle über den Kunden, was die politische und inhaltliche Ausrichtung angeht, angesagt. In diesem doch breiten Korridor bewegen wir uns ganz erfolgreich. Wie ist es denn einfach so mit Angela Merkel? Sie müssen mit ihr auch konzeptionell arbeiten. Ist es angenehm, mit ihr zu arbeiten? Versteht sie die Struktur der Werber und wie ist die Kommunikation intern, wenn sie sich austauschen? Ist das, haben Sie genügend Beinfreiheit oder wie läuft das? Ich finde, dass das Wort Beinfreiheit, glaube ich, im politischen Diskurs für die nächsten 30 Jahre nicht mehr verwendet werden soll, weil es ja eigentlich nahelegt, dass man am Ende doch ohne großen Auslauf nur breitbeinig dastehen darf. Mit Angela Merkel zusammenzuarbeiten macht ehrlich gesagt ausgesprochen Spaß, aus zwei Gründen. Erstens, sie ist immer hellwach und zweitens, sie hört zu, wägt ab und trifft dann die richtige Entscheidung. Und lässt uns als Agentur ein sehr großes Maß an Freiheit, Ideen zu entwickeln, die es noch nicht gab. Das ist auch der Grund, warum die Agentur insgesamt sehr erfreut ist über die Zusammenarbeit, weil wir viele Dinge machen können, realisieren können oder realisieren werden, wenn sie dann irgendwann mal rauskommen, von denen man gedacht hätte, Mensch, das hätte ich der CDU nicht zugetraut. Wunderbar. Dann freuen wir uns jetzt, das mal anzuschauen, Ihre Ideen. Sie haben 10 Minuten Zeit, uns ins Bild zu setzen und uns visuell zu begeistern. Und währenddessen, ich habe gesehen, Kollege Langguth ist auch da. Wenn er fertig geschminkt ist, kann er sich gerne auch hier oben hinsetzen.
So, ist das hier schon an? Einfach reden, der pendelt dann ein. Der pendelt dann ein. Ja. Dann wollen wir mal gucken. Weil Sie kurzfristig die Reihenfolge umgestellt haben, gebe ich das hier mal zurück. Ja. Da ist alles über den Wahlkampf der SPD drauf. Das zeige ich Ihnen jetzt aber nicht, weil das wahrscheinlich interessant wäre. So, hier muss man ziemlich nah ran, glaube ich, oder? Pegeln Sie ein bisschen weiter? Das hört sich auch schon ganz gut an. Geht es ganz gut. So, also, Herr Leif hat ja angekündigt, dass ich Ihnen jetzt alles erzähle und vor allen Dingen bunte Werber. Wir werden Ihnen aber aus verständlichen Gründen noch nicht die Schlussplakate zeigen können, weil wir ein bisschen Spannung aufrechterhalten wollen und auch, weil Sie noch nicht final fertig sind. Das wäre ein bisschen eigenartig, 100 Tage vor Abschluss des Wahlkampfes schon genau zu wissen, was alles richtig ist und was man tun und lassen sollte. Ich will Ihnen stattdessen zwei Gedanken mitbringen, und zwar Wahlkampf aus Sicht einer Volkspartei. These 1. Die Stärke von Angela Merkel beruht auf der Tatsache, dass CSU und CSU die einzige verbliebene Volkspartei oder Volksparteiengruppe in Deutschland ist. Und das Zweite ist, der Wahlkampf einer Volkspartei sieht anders aus als der Wahlkampf einer Milieu- oder Randpartei. Und das ist ein gängiges Muster der Parteiensystemabbildung. Viele denken noch in diesen Blöcken. Wir haben links zwei und rechts zwei. Das ist das vertraute Muster, das man immer wieder liest. Die Realität ist allerdings eine ganz andere. Wenn wir uns die aktuellen Umfragen angucken der letzten 4 Jahre. Es ist ja nicht ein kurzfristiger Trend, sondern ein Langfristtrend. Die Blöcke haben sich deutlich verändert. Und das ist keine böse Idee von mir, sondern das sind einfach die Zahlen. Wenn Sie die Demoskopie sauber anschauen, dann sieht das Parteiensystem heute ganz anders aus. Und zwar so. Das ist eigentlich eine korrekte Darstellung des politischen Parteiensystems in Deutschland. Wir haben viel Mitte und viel Rand. Das kann man jetzt noch den Sinusmilieus zuordnen. Das passt so ungefähr. Und das führt natürlich zu einer komischen Wahlkampfkonstellation, wo wir in der Mitte eine Volkspartei haben, und zwar die einzige, CDU, CSU, die die Mitte der Gesellschaft abbildet und daneben Rand- und Milieuparteien, die für bestimmte Klientels mobilisieren und natürlich jeden Tag eine steile These haben können, weil sie nur ein Zehntel oder ein Achtel der Betroffenen jeweils hinter sich bringen müssen. Das ist eine unterschiedliche Ausgangssituation. Führt dazu, dass die Politik der Regierungspartei, CDU, CSU, in einer ganz besonderen Verantwortung steht, die sich abgrenzt und einfach systematisch anders ist als die der Milieu- und Randparteien. Und das ist natürlich die für Herrn Leif auch interessante These, wo ist seine SPD? Die ist im Grunde auch von einer Volkspartei zu einer Milieupartei geworden, und zwar programmatisch, personell und vor allen Dingen kulturell. Sag nicht ich, sondern sagt Herr Lösche. Kennen Sie, Professor Lösche, Kollege von Herrn Walter. Ich habe mal 3 seiner Thesen mitgebracht. Volksparteien beziehen sich nicht auf eine Schicht oder auf eine Klasse. Bin ich jetzt bei der SPD und bei den Linken und bei den Grünen begrenzt überzeugt, dass es sich auf eine Vielzahl von Schichten bezieht. Wenn man es soziodemografisch untersucht, fällt sozusagen die große alte Volkspartei SPD hier durch. Das Zweite ist, Volksparteien, sagt Lösche, nicht ich, aber ich finde es richtig, müssen im Prinzip auf Dauer mehr als 35% der Wähler hinter sich bringen, weil sonst ihre Funktion der Schichtenverbindung nicht funktioniert. Und die Sozialdemokratie hat sich hier vom Typus der Volkspartei verabschiedet. Und das Dritte ist, Volksparteien sind integrativ. Sie spielen nicht Gruppen gegeneinander aus, sondern sie versuchen zu vermitteln. Und sie haben vor allen Dingen keinen absoluten Herrschafts- und Durchsetzungsanspruch. Das heißt, es wird keine Koalition ausgeschlossen.
und man ist kompromissfähig und lehnt nicht erstmal alles ab, sondern guckt, dass es einen gemeinsamen Weg gibt. So, wenn also es so ist, dass wir nur noch eine Volkspartei haben, dann sieht auch der Wahlkampf dieser einen Volkspartei anders aus als der der anderen Parteien. Es ist eben das Werben für den Zusammenhalt, für die Mitte der Gesellschaft, das, was Deutschland sozusagen stabil hält, statt das Mobilisieren von Rändern und Milieus, für die es viele Gründe gibt. Alles gut, nur wir haben unterschiedliche Aufgaben. Und das, finde ich, ist das Wichtige. Ich habe Politikwissenschaft studiert. Die Stabilität eines demokratischen Systems ist entscheidend und eine große Partei in der Mitte ist besser als vier kleine, die sozusagen versuchen, miteinander zu regieren. Das kann man in Italien beobachten. Und das kann man auch dann beobachten, wenn es sozusagen Koalitionen gibt. Nehmen wir mal hier Linke, SPD und Grüne zusammen, die, wenn Herr Steinbrück nicht gewinnt, unter Herrn Gabriel sozusagen eine rechnerische Mehrheit formen können. Dann regiert nicht die Mitte in Deutschland, sondern der linke Rand. Rechnerisch möglich, aber für das Gemeinwesen vielleicht schwierig. So, der Wahlkampf der Mitte, und das ist die Strategie, ist inklusiv, grenzt nicht aus, spielt niemanden gegeneinander aus, hat die breite Mehrheit im Blick und sieht übrigens auch aus wie die Mitte der Gesellschaft. Das hat die CDU 2009 ganz gut geschafft. Da ging es um Sicherheit in der Krise. Es wird ja mal gesagt, es war ein themenarmer Wahlkampf. Kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Das entscheidende Thema sicher in der Krise wurde von den Leuten richtig gefunden. Themenarme Wahlkämpfe werfen immer nur diejenigen öffentlich den Regierenden vor, die mit ihren Randthemen nicht ausreichend Punkte machen können, weil sie eben weniger Leute interessieren. Die Personen sind nicht mehr alle dabei, aber ein paar schon. Und die Regierung ist die gleiche. Und bei der SPD wird es sicherlich auch im Herbst einige Wechsel geben. Insofern, das ist Normalität in politischen Parteien. 2013 geht es wieder um die Frage, wer führt dieses Land besser? Wer schafft es, dass die Menschen ihm vertrauen? Und Vertrauen ist vor allen Dingen auch eine visuelle Kategorie. Passt das, was dort vorgestellt wird von einer Partei, zu mir persönlich als Mensch? Sieht das ungefähr so aus wie mein Leben? Und deswegen haben wir für den Wahlkampf 2013 eine neue Bildsprache für die CDU entwickelt, die nach langen Gesprächen mit Mitgliedern der Partei in vielen Regionen entstanden ist. Und das ist sozusagen das Selbstverständnis, das ist das Gefühl. Und als Werber bin ich manchmal überrascht, dass wenn 65-jährige ältere Herren mit Krawatte mir einen Like-Daumen zeigen, wenn sie dieses sehen, da sage ich, wunderbar, hätte man vielleicht von außen gesehen nicht vermutet, aber so fühlt sich die CDU auch in groß. Und das neue Design ist so schön und einfach, dass es auch von der SPD umgesetzt werden kann, wie man hier mit dieser kleinen Attacke-Zeichnung sehen kann. Finde ich ein großes Kompliment an unsere Grafiker, dass sie etwas gemacht haben, was auch von der SPD einfach kopiert werden kann. Wir haben einen neuen Internetauftritt gemacht, der weggeht vom Klein-Klein und zunächst einsteigt mit dem Hauptthema des Tages. Das Internet entwickelt sich immer mehr zum parallelen Fernsehen und deswegen haben wir gesagt, wir steigen nicht mit 40 Themen gleichzeitig ein, sondern immer mit der Hauptbotschaft des Tages und von dort aus hangeln sich die Menschen dann durch. Also eine sehr große Bühne, auf der Film-, Foto-, Bildergalerien eingebunden werden kann, die übrigens auf allen Geräten gleich aussieht. Wir haben es als einzige Partei geschafft, einen Webauftritt zu gestalten, der in einer einheitlichen Programmierung für alle Endgeräte sich entsprechend verhält. Responsives Design heißt das. Und wir haben zweitens es geschafft, mit auf einem Top-Level Social Media einzubinden, indem man einfach nach links klickt und auf der anderen Seite Videoinhalte einzubinden. Das Ganze ist also eine Art von T-Struktur. Sie haben nach unten die Inhalte, nach links Social Media, nach rechts die Video-Rubriken.
Und das funktioniert sehr gut, auch auf allen Mobilgeräten und auf Tablets. Eine, wenn man das unter professionellen und technischen Gesichtspunkten vergleicht, die vielleicht, oder glaube ich mit Sicherheit, modernste Digitalarchitektur einer politischen Partei, mindestens in Europa, wenn nicht sogar weltweit. Und wir haben viele Anfragen, das entsprechend auch zu übernehmen oder zu kopieren. So, Mitte der Gesellschaft, wie ist der Wahlkampf? Das ist eine strittige These, einige haben gelacht. Deswegen will ich Ihnen noch mal einige Bilder zeigen. Mitte der Gesellschaft zeigt sich an der Sonntagsfrage. Und die Mitte der Gesellschaft haben wir mal versucht, in einen Film unterzubringen. CDU, die Mitte. Also das ist ein Film, der versucht, das Lebensgefühl der Menschen abzubilden und auch die Sicht der CDU auf die Gesellschaft. Man kann an diesem Film den Unterschied in dem Politikverständnis sehr deutlich sehen, während sozusagen die Grünen und die SPD als durch mehr oder weniger Revolutionsideen entstandene Parteien, ein paar Jahrhunderte zeitversetzt, immer dann sich wohlfühlen, wenn es sozusagen riesige Metadebatten gibt und ein neues Metaverständnis von richtig sich in der Gesellschaft etabliert, sagen die bürgerlichen Parteien, naja, die Leute wissen schon besser, was für sie gut ist und lass mal die Dinge so laufen, wie sie sich entwickeln. Wir setzen einen klaren Rahmen, wir helfen, wir stützen, aber wir schreiben den Leuten nicht vor, was sie tun und was sie lassen sollen. Das wissen die Leute am Ende immer besser als die Politik. Und das zeigt sich eben in Themen wie Mindestlohn und auch bei Betreuung. So, Volkspartei ist auch im Netz näher am Menschen. Also dieses Verständnis sozusagen der CDU-CSU als großer Volkspartei kommt offensichtlich bei den Leuten an. Bei der Frage der Zustimmung im Netz deutlich vorne, bei den Kompetenzrankings auch, sogar in dem Feld soziale Gerechtigkeit. Auch bei den Köpfen findet sich eine große Zustimmung für das Personal sozusagen der Volkspartei in der Mitte, mehr als für die Ränder. Und deswegen hat diese Koalition aus meiner Sicht eine durchaus große Chance, aus einer stabilen Mitte heraus auch eine neue, stabile Regierung zu bilden, die dann auch gutes Regieren ermöglicht. Gutes Regieren heißt, aus der Mitte der Gesellschaft heraus Themen zu formulieren, Antworten zu formulieren und die Gruppen nicht gegeneinander auszuspielen. Und das wird vielleicht die große Diskussion irgendwann sein, was passiert eigentlich, wenn die SPD erkennt, dass sie im Grunde mit Steinbrück keine Chance hat, sondern nur nach einer Wahl mit Gabriel, den Linken und den Grünen eine Mehrheitsoption hat. Das wird die interessante Frage vielleicht werden, wenn das Wasser aus Ostdeutschland abgezogen ist. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Mayer. Vielleicht nur eine kurze Replik. Sie haben mir ein Bild gezeigt, auch mit Angela Merkel im Mittelpunkt. Welche Rolle spielt in Ihrer Konzeption die Person Merkel im Wahlkampf? Das ist so ungefähr, als wenn Sie fragen, welche Bedeutung hat das Bild für das Fernsehen? Okay. Ich meine, ist ja auch eine kurze Antwort, aber Sie können es ruhig ein bisschen vertiefen. Angela Merkel macht offensichtlich ihre Arbeit gut. Sie ist international so respektiert, dass wir sogar zum beliebtesten Land in Deutschland gewählt worden. Ich habe mich lange mit dem Thema Standortmarketing befasst und wir haben diese Initiative Deutschland Land der Ideen gemacht. Es gab eine sehr interessante Korrelation zwischen dem Ansehen von George W. Bush und der Beliebtheit des Landes USA. Die sind nämlich während der Amtszeit von Bush abgeschmiert, während in der Amtszeit von Merkel Deutschland zum beliebtesten Land aufgestiegen ist, von Platz 3 oder 2 immerhin nach oben. Da kann man jetzt lachen und sagen, das hat alles nichts miteinander zu tun, aber die internationale Medienberichterstattung, die meinungsbildend ist, kommt nicht durch Tourismusberichte,
sondern vor allen Dingen durch die politische Berichterstattung. Insofern hängt das schon miteinander zusammen. Und wo man sich bei den USA darüber gefreut hat vielleicht, dass sich das auswirkt auf die Beliebtheit, dann muss man das auch andersherum in Deutschland zur Kenntnis nehmen. Angela Merkel wird aber nicht wegen ihrer internationalen Reputation, sondern wegen ihrer hohen Sympathie über alle Schichten, über alle Konfessionen in Deutschland natürlich eine zentrale Rolle im Wahlkampf spielen, aber eben nicht nur Angela Merkel. Aber ich verrate Ihnen eines, es wird am Ende des Wahlkampfes, aber nur unter uns, auch Bilder mit Angela Merkel geben. Okay, gut. Eine harmlose Plumberry-Frage. Welches Thema im Wahlkampf jetzt für die CDU hat Sie eigentlich lange beschäftigt, wo Sie auch schlaflose Nächte haben? Oder worüber haben Sie am längsten nachgedacht, um ein bestimmtes Problem zu lösen? Bei welchem Thema, bei welcher Konstellation? Was hat Sie am meisten intellektuell herausgefordert? Also schlaflose Nächte habe ich nicht. Das können Sie die anderen nochmal fragen, aber eigentlich fahren wir ganz gut und sehr geordnet. Die, glaube ich, interessanteste Herausforderung war, einen Farbcode für die aktuelle CDU zu finden. Also welches Farbgefühl, welche Bildsprache, welche Schrift, wir haben das ja alles geändert, entspricht eigentlich dem Lebensgefühl sowohl der Volkspartei CDU als auch sozusagen der von ihr repräsentierten Mitte. Und das ist eine extrem mühselige Aufgabe. Das Gleiche kennen Sie aus der Autoindustrie. Wenn Sie sozusagen einen Golf bauen, dann bauen Sie den, da kommen die Techniker und sagen, da muss aber jetzt diese Bremse rein und wir haben hier ein neues ABS und so. Am Ende ist aber die Frage der Technik innen drin nur die eine Seite der Medaille. Die Frage ist, welche Form hat eigentlich der Golf, dass die Leute sagen, da setze ich mich rein. Wir alle können ja Autos fahren, deren Funktionalität wir auch zur Hälfte des Preises haben könnten. Wollen wir aber nicht. Und das Gleiche gilt auch für alle anderen Gewerke. Die Form muss so sein, dass die Leute das als für sich zugehörig empfinden. Und das war eine erste Aufgabe, die wir schon Anfang des Jahres gelöst haben, bei der ich froh bin, dass wir das offensichtlich ganz gut gemacht haben. Was war Ihre Lösung? Die haben Sie gerade gesehen. Das bisschen Gold auch mit eingelegt, oder? Gold habe ich nicht gesehen. Ich das ist orange sein. Und gelb. Und aber ich schicke es Ihnen nochmal. Okay, gut. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Für Ihre Einführung. Bleiben Sie noch ein bisschen da, es geht weiter. Carsten Göbel, wie ist bei Ihnen, haben Sie den Eindruck, dass die Chancen ein bisschen unfair verteilt sind, dass Lutz Meier es viel leichter hat mit seinem Job als Sie? Nö, in keinster Weise. Jetzt bei der letzten Frage, ich hatte vielleicht andere Herausforderungen, also schlafen kann ich super. Ich baue dir das mal an, ne? Bitte? Darf ich das schon mal anbauen? Aber bitte. Sehr gut. Die Herausforderungen, die wir jetzt hatten im letzten halben Jahr, waren vielleicht andere, als uns Gedanken über Farbcodes zu machen. Okay. Ich will aber nicht ausschließen, dass wir das auch getan haben. Ja. Das ist nur anderthalb Jahre länger her. Okay. Sie haben ja, anders als andere Agenturen, ein riesen Booklet schon Anfang des Jahres vorgelegt, wo Sie konzeptionell den Wahlkampf vorgeschrieben haben. Ein Riesending. Ist auch in Ihrem Interesse sehr breit verteilt worden. Glauben Sie, dass diese konzeptionellen Vorarbeiten für den Wahlkampf überhaupt was nutzen oder ist das nur für die Galerie? Da muss ich Sie korrigieren, das ist nicht Anfang dieses Jahres entstanden, sondern ist schon noch ein Jahr älter. Und dann ist die Frage, was ist Wahlkampf? Da werde ich gleich drauf eingehen. Ich meine, Sie nennen Ihre Veranstaltung das Hochamt der Demokratie, da ist meine These, das war die Alltagsmesse, auch wenn da die Kirche leer ist. Da sind relativ interessante Grundlagen gelegt werden, wozu ich gleich was sagen kann, die für die Infrastruktur dessen, was wir jetzt machen werden, in den letzten 100 Tagen für uns extrem relevant sind. Aber nochmal jetzt die knappe Antwort auf die banale Frage. Sie haben ja sehr tiefe konzeptionelle Arbeit geleistet. Spielt das eine Rolle nachher im Alltag vom Wahlkampf oder ist dann das sozusagen jedes Tagesgeschäft, wo Sie von heute auf morgen umswitchen müssen? Naja, die Kunst des Wahlkampfs ist es schon, vermeintlich eine richtige Strategie zu erarbeiten und die möglichst durchzuhalten und sich nicht von taktischen Erwägungen oder von Tagesgeschäft verrückt machen zu lassen. Dabei, das ist natürlich nicht immer jeden Tag möglich, aber insofern sind die strategischen Grundlagen, da muss ich auch dem Kollegen Meier widersprechen zu der Volksparteien-These, dahingehend, dass die SPD die Partei ist, die in die meisten Milieus streut.
Das okay. hat jetzt erstmal gar nichts mit den Zahlen zu tun, aber dass da natürlich man sich überlegen muss, wenn man so breit in Milieus abstrahlt, was sind denn dann Botschaften, was sind verbindende Botschaften und wie kann man da noch punkten? Und das war die Grundlagenarbeit dafür. Ich finde das beruhigend, dass wenn Sie die Strategie beibehalten wollten, würde ich sagen, finden wir auch gut. Vielleicht machen wir das nachher noch in der Synthese. Herr Göbel, wie schaut's aus? Wie wichtig ist für so eine Agentur bei Ihnen Super J&K, dass Sie den Rückhalt auch der Parteiführung haben, Ihres Auftraggebers? Ja, das ist bei so einem Mandat extrem wichtig. Wenn man sich da noch in des Rückhalts nicht sicher sein kann oder in verschiedenen Fraktionen unterwegs ist, das ist, glaube ich, nicht richtig zielgerichtet, gerade wenn es dann zum Ende hin auch schnell gehen muss. Ja. Und hatten Sie immer das Gefühl, dass Sie den kompletten Rückhalt immer hatten? Ach, eigentlich schon. Ich meine, wir sind jetzt schon seit 2 Jahren dabei. Wir sind die einzige Agentur, die da im Haus ist. Natürlich gibt es da immer wieder andere Gespräche oder irgendwie Flurfunk. Aber das, was bei uns war auf der hohen politischen Ebene, das haben wir eigentlich relativ konsequent durchgesetzt. Relativ. Jedenfalls, weil es ja zwischendurch schon mal quasi wieder einen Pitch im Pitch gab, nachdem Sie schon bestellt waren und die Generalsekretärin auf Ihrer Seite, Gabriel auf der anderen Seite. Das ist doch auch nicht so einfach zu lösen, oder? Also ich weiß nicht, ich war in einem Pitch, okay. Muss ich gestehen. Jetzt hören wir an, was Sie uns fulminant präsentieren und wie Ihre Strategien praktisch umgesetzt werden in schöne Bilder. So, ich muss natürlich genauso wie Lutz Meier eben Sie enttäuschen, dass ich Ihnen auch nicht die finale Kreation zeigen kann. Ich kann aber immerhin sagen, dass wir schon geshootet haben. Ich kann ungefähr erläutern, wie es aussehen könnte. Was ich eben sagte, der Werktagsgottesdienst, damit will ich darauf hinaus, dass wir seit 2 Jahren schon für die SPD arbeiten und dass wir im Vorfeld dessen, was jetzt ganz rechts steht, wo wir uns jetzt befinden, nämlich in der Wahlkampagne, 103 Tage vor der Bundestagswahl, dass wir relativ viele Hausaufgaben gemacht haben. Die gesamte Frage der Farbgebung, damit haben wir uns auch beschäftigt. Im Jahr 2011, da kommt das Purpur als neue Zusatzfarbe der SPD her. Das Logo ist nicht mehr dreidimensional, sondern nur noch zweidimensional. Das werden die meisten von Ihnen alles wissen. Das war insofern nötig, dass in den von Herrn Leif eben angesprochenen Vorarbeiten rauskam, dass die Marke SPD, die nun dieses Jahr 150 Jahre alt geworden ist, dass sie eine gewisse Revitalisierung benötigt hat. Das war nicht ganz einfach, sowas durchzusetzen. Das ist dann eher, glaube ich, das, wo beim Betrachter die überraschende Perzeption aufkommt, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so daherkommen mit der Farbe. Da hatten wir ziemlich viel Gegenwind, auch in politischen Gremien. Wir haben probiert, das Bein steif zu halten, auch einige in der Partei, die dazu standen. Die Farbe wurde eingangs auch recht klerikal bewertet, aber mittlerweile ist sie, glaube ich, relativ selbsttragend. Dann für uns extrem wichtig, der Prozess der Kampagnenfähigkeit, die wir gestärkt haben, zum einen im Digitalen, da komme ich gleich noch drauf, und vor allen Dingen im Bereich des Dialogs. Dialog meint hier, dass die SPD erstmalig ihr Regierungsprogramm offen gestaltet hat und offen auch von Nichtmitgliedern hat mitschreiben lassen. Und dann 2 Begriffe, auf die ich gleich eingehe, nämlich Campaigner und Freiwillige. Das hat was mit der eben angedeuteten Infrastruktur für unsere Wahlkampfstrategie zu tun. Worauf ich jetzt kurz eingehen werde, sind die 4 Punkte, also das strategische Kampagnenziel, dann die Innovation gegenüber 2009. Wie findet sich das wieder in Botschaften und Themen und was ist bei uns hinsichtlich Formaten, Kanälen und Social Media geplant? Unser strategisches Kampagnenziel ist eigentlich recht einfach. Es hat sich auch nicht verändert, eine rot-grüne Mehrheit im Bundestag. Das Wahlkampfziel der SPD lautet, Per Steinbrück wird im Herbst 2013 zum Bundeskanzler eine rot-grüne Bundesregierung gewählt. Dieses Wahlkampfziel ist innerhalb der SPD auch schon definiert worden, als der Name Per Steinbrück da noch nicht stand, als noch nicht mal klar war, wer der Kanzlerkandidat sein wird. Also, was macht man da? Das ist jetzt für die meisten auch nicht neu. Da stellt man eine szenarische Wahlsieg
Berechnung an. Da gibt es natürlich viele Modelle, da gibt es viele Parameter. Wer von den hier vertretenen Parteivertretern kommt denn so in den Bundestag, wer nicht? Reden wir über ein Vier-, ein Fünf- oder ein Sechs-Parteien-Parlament? Ich habe da jetzt mal ein paar Zahlen rausgenommen. Was ich drin gelassen habe, ist eine Annahme über die Linke. Das entspricht ungefähr deren momentaner Stärke und die Annahme, dass das schwarz-gelbe Lager 21 Millionen Stimmen binden wird. Diese Annahme ist nicht von irgendwoher, sondern das war seit der Bundestagswahl 1998 bis 2009 ist das genau der Richtwert. Das fängt um irgendwie ein paar hunderttausend Stimmen immer. Das ist eigentlich die Zielmarke, wo schwarz-gelb ausmobilisiert ist. Naja, und dann kann man jetzt unten, wenn man mathematisch begabt ist, könnte man jetzt die beiden Blöcke auffüllen. Und dann weiß man, was man erreichen muss. Und warum macht man das? Weil das natürlich die strategischen Implikationen sind, weil zum einen die Wahlbeteiligung entscheidend sein wird. Alle Wahlen haben gezeigt, wo die Wahlbeteiligung hoch war, hat es der SPD genutzt. Dann geht es natürlich um den Punkt Potenzialausschöpfung. Da sehen Sie hier, von allen Wahlberechtigten sind ungefähr 59% für uns nicht erreichbar. Dann gibt es ein sehr enges Potenzial, ein weites Potenzial und ein Randpotenzial. Das heißt, die Potenzialausschöpfung der Zahl der absoluten Stimmen in Millionen, die ich da eben rausgenommen habe, kann man hier eigentlich ganz gut sehen, um zu sehen, wie viel muss man erreichen. Und das funktioniert über den unteren Punkt, über Mobilisierung. Zur Mobilisierung, da haben Sie, glaube ich, gestern auch schon eingängig drüber geredet, habe ich noch mal kurz was mitgebracht. Da muss ich noch mal redaktionelle Rücksprache nehmen. Aber ich möchte noch mal zurück zu Frau von der Leyen. Gut, über die Strategie haben Sie ja gestern schon hier, glaube ich, ausführlich gesprochen. Wir wollen jetzt ja auch kein politikwissenschaftliches Grundseminar veranstalten zu asymmetrischer Mobilisierung, aber da kommt halt der Punkt her, dass Mobilisierung natürlich ein zentrales Kriterium ist, gerade im Vergleich auch zu 2009, wo ich drei Beispiele jetzt nennen will, wo die SPD sich in der Wahlkampforganisation und auch in der Durchführung innovativ und neu aufgestellt hat, nämlich einmal im Bereich der Partizipation, dann der Organisation und der Aktivierung. Das habe ich eben gesagt, die Partizipation, nämlich einen dialogischen Programmprozess. Die SPD hat im letzten Jahr einen Bürgerdialog gestartet und alle Bürgerinnen und Bürger aufgefordert,
mit der SPD in Kontakt zu treten, sei es via Postkarte ganz klassisch, sei es im Internet per Mail, sei es auf Veranstaltungen, um zu sagen, was in Deutschland anders werden muss. Da gab es über 50.000 qualifizierte Eingebungen. Das war ein Prozess, der ging über ein halbes Jahr. Und die besten 300 Einreichungen davon, die sind dann zu einem Bürgerkonvent zusammengekommen und haben da in 2 Tagen moderiert, ganz konkrete Regierungsprojekte draus erarbeitet, die dann in das SPD-Wahlprogramm eingeflossen sind. Das ist erstmalig, war für die SPD sehr wichtig, sich so zu öffnen und so auch zu erfahren, dass das funktioniert, dass auch Nichtgenossinnen und Nichtgenossen sehr wohl sich an solchen dialogischen Prozessen beteiligen. Das zweite, sicherlich wichtiger, ist die Organisation. Nämlich, wie funktioniert Wahlkampf? Am Ende funktioniert er doch auch in der Fläche. Und da hat die SPD erkannt, dass die einzelnen Wahlkreisabgeordneten in den 299 Bundestagswahlkreisen Unterstützung benötigen und hat dafür eine Campaigner-Organisation, klingt jetzt schrecklich, klingt amerikanisch eingerichtet, das heißt aber, dass in jedem Wahlkreis ein Campaigner eingesetzt ist, der ist zumeist nicht hauptamtlich vor Ort in den SPD-Strukturen eingebunden, sondern der ist bestimmt durch den Bundestagsabgeordneten vor Ort. Und diese Campaigner sind die direkte Schnittstelle in die Wahlkampfzentrale im Willy-Brandt-Haus. Da sehen Sie links so ein Screenshot-Kampanetz, das ist nicht öffentlich, das ist sowas wie, früher nannte man das Intranet. Da sind diese 299 Campaigner verbunden mit dem Willy-Brandt-Haus und das erhöht natürlich vor allen Dingen die Reaktionszeit, die Schlagkraft und spart eine Menge Zeit und auch Geld beim Thema Materialdistribution. Und genauso wichtig, das, was Sie rechts sehen, das ist die Freiwilligenorganisation der SPD, die erstmalig in diesem Wahlkampf aufgebaut worden ist. Das ist öffentlich unter mitmachen.spd.de. Da kann sich jeder anmelden, der meint, er möchte den Wahlkampf unterstützen. Das funktioniert über so einen Aktivierungsindex. Also ich habe weniger als 1 Minute Zeit, ich habe 1 Minute Zeit, ich habe 5 Minuten Zeit oder ich habe auch 1 Stunde Zeit. Dann kriegt man unterschiedliche Angebote. Das funktioniert Straßen genau, man meldet sich nur mit einem Namen an und seiner Postleitzahl, dann wird man zugeordnet dem Wahlkreis, zu dem man gehört. In dem Wahlkreis kann man dann die Straßen sehen, die in diesem Wahlkreis sind. Warum Straßen? Weil eins der zentralen Tools, auf die die SPD zur Mobilisierung setzt, das werden Sie wissen, ist der Tür-zu-Tür-Wahlkampf. Das ist absolut neu, um diesen Tür-zu-Tür-Wahlkampf zu organisieren, dass Freiwillige über diese Campaigner an Haustüren gehen zu ihren Mitbürgern und Mitbürgern, zu deren Organisation ist das Netz da. Dieses Netz, es gab so eine Frage, wovon wir uns inspirieren lassen, das haben wir nicht erfunden. Wir haben uns das in den USA bei Obama angeguckt, das hat auch die PVDA, also die Sozialdemokratie, in den Niederlanden und in Österreich eingesetzt. Wir sind vor 1,5 Jahren zu dem Schluss gekommen, dass eine Adaption und eine Umprogrammierung für das deutsche Wahlsystem am Ende teurer und unflexibler ist, als das Ganze neu zu programmieren. Das heißt, das ist eine einmalige Programmierung, die uns gelungen ist. Das hat über 1 Jahr gedauert. Das ist unique jetzt hier für den Markt. Hätte man adaptieren können, aber ich glaube, wir sind irgendwie mit den Funktionalitäten, die das hat, kann ich nur jeden auffordern, sich das mal anzugucken, da relativ weit vorne, da werden Sie sich wundern, was Sie alles in Ihrer Straße sehen. So, und Aktivierung, da ist meine bekannte These, die SPD gewinnt die Wahl in Blocks, nicht in Blogs, also wir gewinnen da, wo der soziale Geschossbau ist, Blocks mit CK, da sehen Sie das Bild. Ich will jetzt hier stellvertretend Sascha Lobo, den ich sehr schätze, nicht dissen, aber in den vermeintlichen Blogs im digitalen Raum wird die SPD ob ihrer Zielgruppensteuerung die Wahl nicht gewinnen, sondern genau da, wo die Menschen in diesem Land wohnen. Und da steht noch, da sehen Sie so ein Multipicture, das sind jetzt nicht 299 Wahlkreiskandidaten, aber das soll dafür stehen, 299 Hochkanzlerkandidat. Das heißt, die Wahl entscheidet sich für uns in den 299 Wahlkreisen, da mit den Direktkandidaten vor Ort und dem Kanzlerkandidaten so stark wie möglich zu mobilisieren. Botschaften und Themen, das haben wir eben gesehen, das ist schön. Die 3 oberen Bilder, die kommen aus dem Film, den der Kollege Meyer eben gezeigt hat.
Da kann ich nur sagen, wenn fast alles alternativlos ist, Konturen verschwinden, eh alles gut wird und Deutschland unter der Merkel-Watte eingeschläfert wird, ja, was macht man da eigentlich? Weil bei dem Film bin ich fast eingeschlafen, eben mit Verlaub. Ich nenne mich zum Glück nicht Werber, sondern Campaigner. Also das war für mich von Werbung sehr weit weg. Wenn man im Internet guckt, gibt es auch eine andere Version von dem Film. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Da ist der kurz umgeschnitten worden. Der ist dann schon ein bisschen lustiger. Worauf ich hinaus will, ist dann eher das, was der Kollege Kurpjuweit neulich mal das zweite Biedermeier geschrieben hat. Wo er sagt, bloß nicht streiten, keine Aufregung, das kennen Sie alles. Die Kanzlerin wünscht Ruhe, gerade im Wahlkampf. Keine Attacken, keine Zumutungen. Alle bloß zu Hause bleiben und weiter dämmern, also alles schön einschläfernd. Er vergleicht das mit dem zweiten Biedermeier. Ich glaube, das ist eher eine Beleidigung für alle Antiquare in diesem Land irgendwie. Also da wird der Begriff Biedermeier, glaube ich, falsch benutzt. Aber wenn das denn so ist, was macht man dann? Dann haben wir gesagt, strategisch, das ist jetzt auch kein großes Wunder, maximale Kontrastierung. Wir müssen den Kontrast zur CDU, CSU und auch zur FDP ausarbeiten. Das Gemeinwohl vor dem Profit des Einzelnen, das Primat der Bürgerinnen und Bürger statt das Primat der Wirtschaft, die demokratiekonforme Marktwirtschaft statt die marktwirtschaftskonforme Demokratie, wie Frau Merkel das nennt. Wenn man das zusammenfasst, das sind alles Zitate, die aus einer Rede von Steinbrück kommen auf seinem Nominierungsparteitag in Hannover, wo er dann gesagt hat, es geht um mehr wir, weniger ich, dann ist relativ naheliegend, wie der Claim der SPD im Bundestagswahlkampf sein wird. Der kennen Sie, der ist veröffentlicht seit Augsburg, seit April, nämlich dass wir entscheidet. Also die zentrale Botschaft, uns geht es um das Wir. Sicherlich einer der konzeptionellen Fehler der SPD in dem vergangenen Wahlkampf, als die CDU, wie Sie eben gesehen haben, nämlich plötzlich mit dem Wir geworben hat. Das Wir ist ein ursozialdemokratischer Begriff, wie in NRW, das hat schon Johannes Rau gemacht. Ich kann Ihnen 20 Wahlkämpfe zeigen, wo das Wir mit der Sozialdemokratie verbunden war und erstmalig dann in der letzten Europawahl und dann in der letzten Bundestagswahl strategisch geschickt von der CDU besetzt worden ist. Die haben leider zu dem Wir dann gar keine Botschaft mehr dazu geschrieben, außer nur noch wir und irgendwie so Köpfe von Politikern, wovon die Hälfte jetzt heutzutage auch gar nicht mehr existent ist. Wir probieren das Wir aufzuladen. Dann stellt sich natürlich irgendwie strategisch eine Frage. Man will kontrastieren und guckt sich dann die SPD-Wählergruppen an. Wie gesagt, da kann ich Ihnen viele Infrateststudien zeigen. Wir streuen halt in allen Milieus am breitesten. Und dann ist die Frage, was verbindet denn da? Gibt es überhaupt irgendeine verbindende Ansicht? Weil sonst wird Kommunikation und Campaigning extrem schwierig. Und die verbindende Ansicht in den Milieus ist, dass irgendwas in Deutschland aus dem Lot geraten ist. Egal, ob wir uns die moderne SPD-Wählergruppe angucken oder auch eine ganz klassische SPD-Wählergruppe oder genauso relevant die Nichtwählerinnen und Nichtwähler. Das, was der Kollege Hilmer von Infratest den Wartesaal nennt, wo über 3 Millionen Menschen drin sind, die, wenn sie zur Wahl gehen, dann wählen sie SPD. Wenn sie nicht zur Wahl gehen, ja, dann gehen sie nicht zur Wahl. Aber dann haben wir auch keine Chance, die Wahl zu gewinnen. Und diese Gruppen eint halt die Erkenntnis, irgendwas passt in dem Land nicht, Arbeit wird nicht mehr fair bezahlt, es geht oft ungerecht zu, das ist nicht mehr selbstverständlich, dass es den Kindern mal so gut gehen kann wie ihren Eltern. Das ist so ein bisschen das latente Ungerechtigkeitsgefühl, was man auch in jeder Studie messen kann, was hier verbalisiert wird. Ich erspare Ihnen das jetzt alles vorzulesen. Wenn man also eine Kontrastierung herstellen kann über die SPD-Wählergruppen, dann muss man natürlich gucken, ist sowas eigentlich kampagnenfähig, weil wir sind am Ende des Tages eine Kampagnenagentur und da sieht man, dass es eine Menge Politikfelder gibt, nämlich links in Purpur, wo die SPD einen höheren Kompetenzvorsprung hat als die CDU. Ob das jetzt für soziale Gerechtigkeit sorgen ist mit 39% oder eine gute Steuerpolitik betreiben mit 28%, gut, da sind jetzt 3 Hoeneß-Prozent drin, das sei geschenkt, aber auch irgendwie im Bereich der Gesundheitspolitik mit +10%, also es gibt den Kompetenzvorsprung bei der SPD und da muss man gucken nach rechts hin, was kann man denn für Kampagnenthemen da ableiten. Und aus unserer Sicht sind da 15 Kampagnenthemen drin. 15 sind natürlich relativ viele, wie eben gesagt. Im Bereich der Gesundheitspolitik ist es dann die solidarische Bürgerversicherung oder bei der Steuerpolitik kann es das Ehegattensplitting, die Abschaffung dessen sein. Bei der Steuerpolitik kann es natürlich auch mehr Steuergerechtigkeit sein.
Und diese 15 Themen probiert man dann natürlich zuzuspitzen, weil ohne Zuspitzung gibt es keine Kontrastierung. Und ohne diese Zuspitzung wird das Land unter der Merkel-Watte irgendwann ersticken, bis es weg ist. Und dann guckt man, funktioniert das kreativ? Und dann sieht man hier, das kann man auch als klassischen Creative Brief bezeichnen, dass es funktioniert. Das sind dann so Sätze, mit denen man richtig Kreation machen kann. Statt 5 Euro Pflegebar eine bessere Pflege für alle. Oder statt einfach nur Praxisgebühr weg, 2-Klassensysteme im Gesundheitssystem weg. Oder statt einer Lohnuntergrenze ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn. Das sind jetzt die 15 Bereiche, wo man sehen kann, hier kann man wirklich zuspitzen. Hier kann man auch eine Kampagne dann zuspitzen. Das kann ich Ihnen jetzt leider noch nicht zeigen. Das werden Sie aber die nächsten Wochen und Monate sehen. Aber ein bisschen was müssen Sie zeigen. Das machen ja alle. Also was zum Beispiel ein Ergebnis ist, wie das alles visualisiert wird. Wie das visualisiert wird. Wir haben alles auf der Festplatte. Immer mit der Ruhe, Herr Leif. Zeigen uns nichts. Das wäre ja dann, würden wir die Leute ja enttäuschen. Die armen Leute. So, also Kontrastierung, alles klar. Und dann der vierte Punkt, die beste Kontrastierung bringt es natürlich nicht, wenn wir das nicht an den Mann bekommen. Wie ich eben gesagt habe, wenn wir die Wahl gewinnen, dann gewinnen wir sie in Blocks mit CK, aber wir könnten sie natürlich in Blocks verlieren, Fragezeichen. Wie ist das? Also Blocks sind natürlich nicht ganz unwichtig jetzt für die Perzeption auch der SPD. Blocks sind Multiplikatoren, Blocks stehen hier natürlich stellvertretend auch für soziale Netzwerke, also da jetzt gar nichts zu tun und den Wahlkampf digital einzustellen, wäre, glaube ich, ein sehr großer Fehler. Deswegen sind wir, was ich eingangs sagte, schon 2012 dran gegangen, die gesamte IT-Infrastruktur umzubauen, was die CDU jetzt gemacht hat. Und wir sind von der Grundüberzeugung daran gegangen, dass das ganze Internet Social Media ist, weil wir nämlich individuell geliked und besser noch geshared werden wollen. Deshalb sehen Sie, das sehen Sie gleich, ist bei uns alles voller sharebarer Inhalte. Die relevanten Themen und Positionen, die müssen schnell auffindbar und vor allen Dingen teilbar sein. Die zentrale Strategie dahinter ist, let them go viral. Wir müssen den Inhalt zu den Menschen bringen, dorthin, wo sie sind, auf Facebook, YouTube, Twitter und so weiter. Dazu braucht es Content, der möglichst Sex, Qualität, Information, Aktualität, Spaß und am besten alles zusammenbietet. Das ist jetzt viel leichter dahergesagt und dahingeschrieben, als es dann tagtäglich in Formaten für die sozialen Netzwerke umzusetzen. Leitend ist der letzte Satz, der ist extrem wichtig, relevant im Web wird, was der User für relevant hält, nicht die SPD, auch nicht die CDU oder die Grünen. Das, was da im Web, wenn es denn irgendwie eine Relevanzschwelle übersteigt, dann aus Sicht der User und nicht, weil wir das so wichtig finden. Daraus haben wir abgeleitet, dass unsere Kampagne, die prägt die Infoarchitektur und nicht andersrum. Also oft sind ja auch Informationen oder Newsportale von Parteien sind irgendwie das schlechtere Spiegel Online. Das ist nicht unser Anspruch, sondern die Kanäle, die wir haben, da sehen Sie oben drei ganz aktuell, da kann Herr Leif jetzt auch schöne bunte Bilder sehen, was da ganz neu ist. Das wird geprägt von der Kampagne, das sieht man nämlich da drunter, das ist zum Beispiel der obere Teil, da sehen Sie drei Top-Themen des Tages, dann sind es zwei Top-Themen, dann ist es nur noch ein Top-Thema rechts, das ist absolut modular aussteuerbar, das kann man in Binnen von 2 Minuten umstellen, das heißt, unsere Inhalte finden sich da immer wieder. Danke. Eine Studie von Mosaic Media, die Parteien-Websites bewertet haben. Da wurden wir als die beste Parteien-Website bewertet, obwohl ich noch keine internationalen Anfragen hatte, dass das einer kaufen wollte. Spannend finde ich hier eigentlich an der Grafik, dass bei der emotionalen Aktivierung eigentlich an Position 2 die CSU liegt, finde ich ganz gut. Und dann sage ich auch danke für Ihre Aufmerksamkeit und Fragen und Diskussion gerne. Vielleicht können Sie eine, danke. Ja, vielen Dank für die auch vielen konzeptionellen Begleitgeschichten drumherum. Eine ganz simple Frage. Glauben Sie, dass Sie mit der Kampagne für die SPD zum jetzigen Zeitpunkt, 3 Monate vor der Wahl, noch auf einen Angriffswahlkampf umschalten könnten? Konzeptionell ginge das von der Agentur her, von das, was an Dienstleistung, an Arbeit nötig ist? Ich habe doch gerade erzählt, Herr Leif, dass wir einen Wahlkampf auf maximale Kontrastierung setzen.
Das geht für mich nicht mit dem Appeasement-Wahlkampf überein. Also das, was wir erarbeitet haben, das bringt diese Botschaften, die Sie da eben gesehen haben, wo wir Sachen gegenübergestellt haben, kreativ noch so stark auf den Punkt, dass am Ende des Tages das, was Sie sehen werden, das wird die Kategorie erfüllen, wie eben Lutz Meier angesprochen hat. Da werden sich einige wundern und fragen, ui, dass Sie das bei der SPD durchgekriegt haben, wundert mich jetzt. Wir haben uns gestern rumgeschlagen mit dieser asymmetrischen Demobilisierung und so weiter und wie gut es der CDU gelungen ist, quasi Negativ-Campaigning im Vorphase gegen Steinbrück zu inszenieren. Was ist Ihre ganz knappe Antwort auf diesen Themenklau, diese Copy-and-Paste-Politik von Merkel? Was macht die SPD eigentlich dagegen jetzt? Mietpreisbremse, Niedriglohngrenze. Was ist die Antwort strategisch und auch werblich der SPD auf die Aktivität? Man kann sie ja nicht nur beklagen, sondern man müsste ja darauf antworten. Genau, völlig richtig. Also die falsche Antwort strategisch ist zu sagen, wer hat es erfunden? Die klassische Ricola-Werbung, das bringt überhaupt nichts. Auf die Urheberschaft zu verweisen, bringt dabei nichts, sondern man muss dabei die Unterschiede herausarbeiten. Die Mietpreisbremse, die Frau Merkel vermeintlich meint und dann eh nicht durchkriegt, weil die FDP ihr nicht folgen wird, ist eine andere Mietpreisbremse als die, die im SPD-Regierungsprogramm steht. Das ist relativ mühsam. Der größte Feind, den unsere Kampagnen, unsere Themen haben, ist, wenn ich draußen im Land jenseits der Käseglocke hier, ich meine, Sie haben es wahrscheinlich wieder bei Kurt Kister gelesen, worüber reden wir hier in der Böll-Stiftung oder wo sind wir hier, bewegen sich mal im Land rum und wenn dann Leute, die sehr weit von hier weg sind, irgendwie sagen, oh, Politik alles gleich oder alternativlos, das ist der größte Feind, den wir haben, wenn die das nicht kapieren, dass es eine Alternative gibt. Aber wenn ich Ihre Antwort richtig austapeziere, dann heißt das, man ist als Angegriffener relativ hilflos gegen das Merkel-Konzept der asymmetrischen Demobilisierung und des Copy-and-Paste. Ja, das will ich so nicht sagen. Aber so klingt das. Die Strategie, danach haben Sie mich gefragt, ist immer wieder darauf zu verweisen, dass es Unterschiede gibt. Und das kann man ja auch relativ kreativ dann auflösen. Da empfehle ich Ihnen, gut, Sie kommen jetzt aus der Wissenschaft, nicht aus dem Internet, suchen Sie mal den Film, den Lutz Meier eben gezeigt hat, im Internet, was Sie da sehen Sie ganz knallhart irgendwie eine komplett andere Aussage, auf dem gleichen Film, auf den gleichen Bildern und dann ist die Frage des Verbreitungsgrades, wenn das, welcher Inhalt wird mehr verbreitet, wird mehr geteilt und dann könnte es auch einen Erkenntnisgewinn bringen. Vielen Dank, wir vertiefen das später noch, jetzt kommt Hans-Hermann Langguth. Er vertritt die Grünen, hat auch ein Riesenpaket in der Infratest, Analyse, Wählerwanderung. Grüne sind gut vorbereitet. Auch an Sie die Frage, ist es so, dass diese konzeptionelle Arbeit der Wahlforschung, also Hilmer und solche Leute haben noch einen weiteren Arm in ihrem Geschäftsmilieu, wo sie jenseits der Demoskopie, weil sie mit Wahlkämpfen nichts zu tun haben und keinen Einfluss auf die Wahlkämpfe, wie wir gestern gehört haben, hat diese Studie und das Material für Sie eine Bedeutung als Fundament? Ja und nein. Will jetzt nicht dem vorweggreifen, was ich gleich zeigen will, weil sich das so ein bisschen mit der Materie beschäftigt, weil ich auch in dem Dilemma bin, dass ich zwar schon Zeug irgendwie zu Hause in der Bude habe, aber das Ihnen auch nur sehr rudimentär zeigen kann. Sie haben doch bei Joschka Fischer gelernt, der Pollenflug. Sie haben den Pollenflug doch gelernt. Benutzen Sie doch heute den Pollenflug, zeigen uns ein paar Bilder und gucken, wie wir reagieren. Ich hatte doch noch nicht ausgesprochen, Frau Christiansen. Ne? Ich wollte eigentlich, heute früh hatte ich mir vorgenommen, du politisierst nicht und du polemisierst nicht. Das fällt mir jetzt schon schwer. Ist eine wissenschaftliche Tagung. Also das war aber jetzt, Entschuldigung, Frau Christiansen, ich habe aber jetzt keine Steilvorlage zum Polemisieren gegeben. Thomas, hier ist keine akademische Tagung. Ich werde nachher vielleicht im Unterschied zu den Kollegen einmal eine Fallstudie zeigen des eigenen Scheiterns. Und in dieser Fallstudie des eigenen Scheiterns spielt tatsächlich die Thematik der Empirie eine relativ große Rolle. Man muss es ernst nehmen, man muss es lesen. Es wird leider ja auch inzwischen, sage ich mal, in einem Takt veröffentlicht, der es einem unmöglich macht, mal jenseits davon noch einen klaren Gedanken zu fassen. Und trotzdem muss man versuchen, den klaren Gedanken zu fassen, weil man sonst sich ein bisschen verheddert und verliert in diesem ganzen Gestrüpp. Und weil es immer zwei Möglichkeiten gibt. Es gibt die Möglichkeit, das, was da
dargestellt wird, zu akzeptieren und wie Vogelstrauß zu reagieren. Oder es gibt die Möglichkeit, und dafür ist ja Wahlkampf da, das kommt ja von Kämpfen irgendwie auch, dagegen anzugehen und dagegen zu kämpfen, jedenfalls bis zum Wahltag 18 Uhr. Sie haben ja sozusagen Ihr politisches Handwerk bei Joschka Fischer gelernt und sind wahrscheinlich von keiner anderen Person so stark geprägt. Was haben Sie, wenn man mal so nimmt, was haben Sie am meisten, was haben Sie von ihm mitgenommen, was man kommunikativ lernen kann für Wahlkämpfe? Was haben Sie adaptiert von Joschka Fischer? Ich glaube, man kann Fischer gar nicht adaptieren. Das trifft auf Schröder übrigens auch zu, für den ich auch eine Weile gearbeitet habe. Das sind politische Urviecher, die mit einer, ich weiß nicht, wo man das im Bauch oder im Gehirn oder im Herzen hat, irgendein Gen, das ist einen in die Lage versetzt, in so einen Saal zu kommen wie diesen hier und innerhalb von 10 Sekunden zu erspüren, wie ist die Stimmung, wie sind die drauf, was wollen die hören, was erzähle ich denen jetzt. Das ist eine Eigenschaft, die man heute mit Verlaub jetzt bei nicht mehr so vielen findet. Insofern vielleicht auch ein bisschen abgeschlossen, die Epoche. Floor is open, Sie können jetzt 10 Minuten den Joschka Fischer geben. Das ist der gleiche Nupsi. Ich glaube, er hat den nur noch rausgezogen. Er liegt dann in einem Leib. Ja. Ja. Das war deiner. Ist das der? Das war deiner. Das war eine neue Apple-Strategie. Lass uns den Nupsi tragen. Ja. Vielleicht willst du das eigene Scheitern, kann man jetzt noch erläutern. Nee, das muss man zeigen. Achso. Gucke. Das ist an. 1-0, 1-0. Das ist an. Von wem trinke ich hier? Also, egal. Okay, dann will ich mal loslegen. Das Leitmotto, was wir uns in diesem Jahr so ein bisschen gegeben haben, das steht hier: kein Mut, kein Glanz, keine Gloria. Ne? Ich erzähle gleich ein bisschen, warum. Witzigerweise komme ich auch in die Nähe dieser ganzen Diskussion, die es eben schon gab zum Thema Zielgruppen werden immer spezifischer, Volkspartei etc. Versuche aber mal, mich von der anderen Seite her zu nähern. Mancher, der sich ein bisschen länger schon mit Wahlkämpfen beschäftigt, der eine oder andere am Tisch war sogar beteiligt, kann sich noch an dieses Plakat aus dem Bundestagswahlkampf 2002 erinnern. Das war zweifelsohne mutig, wenn man weiß, dass die Grünen ja die Partei sind, die über die Frauenquote und die Doppelspitze etc. Die Gleichberechtigung von der ersten Stunde an sozusagen gefordert und praktiziert hat. Ist nie geschalten worden, hat einen Riesenwirbel gemacht in den Medien, war also durchaus mutig. Wir als Agentur waren durchaus mutig. Dann haben wir auch diesen Herrn gezeigt hier vom Brandenburger Tor. Und wenn man da, lachen Sie heute noch, und wenn man sich das anschaut, heute, 11 Jahre später, dann stellt man sich, das ist sensationell, die Frage, würden wir das eigentlich mit Angela Merkel auch machen? Womöglich nein. Warum womöglich nein? Womöglich gibt sie nicht so viele Angriffsflächen her, womöglich hat sich aber auch einfach was in der Ausrichtung dieser Wahlkämpfe verändert. Inzwischen
sind die Grünen ja, die damals 8,6% bejubelt haben als Rekordergebnis vor 11 Jahren, ja auch in der Dimension von 14-15% bundesweit, erzielen Wahlergebnisse von 23% in Baden-Württemberg. Bin weit davon entfernt, über eine Volkspartei zu reden, aber was wir natürlich merken, was wir spüren, ist, die Zielgruppe wird größer, die Zielgruppe wird differenzierter, wir strahlen in die qualifizierte, gut gebildete Facharbeiterschaft ab, die hat völlig andere Interessen als der gut gebildete Akademiker und so weiter. Es wird also etwas schwieriger und möglicherweise auch etwas abgeschliffener, das Beispiel des eigenen Scheiterns am 1.11., 4 Tage bevor sie ihre Kandidatur offiziell verkündet hat, standen die Grünen mit Renate Künast als fiktiver Spitzenkandidatin für das Amt des Regierenden Bürgermeisters in Berlin bei 29%. Es gab davor sogar im Sommer Umfragen, da waren es 32. Die SPD, die damals die ernstzunehmende Alternative war, stand irgendwie bei 22-23%. Die Journalisten haben geschrieben, das Ding ist gelaufen. Dann haben wir Folgendes gemacht. Haben einen nahezu sozialdemokratischen Claim entwickelt. Eine Stadt für alle kann man in Berlin ganz gut machen, um sowohl für alle zusammen was zu haben, als übergreifende Klammer, aber eben auch die vielen, vielen einzelnen Milieus zu greifen. Und dann haben wir lustig drauf losgewerkelt. Eine Stadt für Frauenquote und Männerchor, eine Stadt für Gleich und Anders und für Frühschicht und Späti und für Soja und Soljanka, das ist mein Liebling. Und haben das auf Bauzäune und so weiter plakatiert, mit durchaus positivem Echo. Und dann haben wir einen Fehler gemacht, weil wir dann das in Fokusgruppen getestet haben, insbesondere den Claim, eine Stadt für alle. Und in diesen Fokusgruppen haben selbst Wählerinnen und Wähler, die dort befragt worden sind, die den Grünen nahestehen, sie gewählt haben, gesagt, ja, alles klar, das sind wieder die Grünen, mehr Ausländereien. Eine Stadt für alle. Und daraufhin haben wir das gemacht, was man dann im Nachhinein halt nicht machen sollte, nämlich auf Autopilot umgeschaltet und haben gesagt, okay, wenn das so missverstanden wird, dass das eine Kampagne ist, dass für Multikulti und dass noch mehr Ausländer nach Berlin kommen sollen, dann können wir das natürlich nicht machen, wenn wir 30% der Stimmen erreichen wollen. Ne? Und dann haben wir stattdessen das hier gemacht. Heute schäme ich mich fast ein bisschen dafür. Ne? Also eine politisch furchtbar richtige, weil alle Fehler oder alle Fehlpositionen unter dem Wovereit-Wolf-Salat aufzeigende Kampagne, was man alles besser machen muss. Das Wort Berlin taucht nicht auf, nur der Bär da oben, Pseudo. Und Affirmatives, da müssen wir aber jetzt ran, manch einer hat es als Drohung im Plattenbau verstanden. Eine Agentur aus Bremen, die Neuromarketing untersucht hat, hat uns bescheinigt, das ist von allen verstanden worden und das war möglicherweise auch unser Problem. Wir haben dann noch technisch Wunderwerke geschaffen, die es bis in den Economist in der Berichterstattung geschaffen haben. Und all das hat am Ende nichts genützt. Man hat irgendwie gespürt, okay, das Ding, das läuft nicht, das zieht nicht, wir müssen irgendwas anders machen. Dann kommen viele und feilen an weiteren Kampagnenelementen rum. Nicht alles ist zielführend. Rausgekommen ist das hier. Das kennt, glaube ich, jeder. Also noch ein bisschen braver, noch ein bisschen ernsthafter und vielleicht auch ein bisschen realitätsfremder. Dann sind wir wieder in die Fokusgruppe gegangen. Und siehe da, diesmal hätte man es ernst nehmen müssen, weil dort war das Feedback, funktioniert überhaupt nicht. Nur da war die Zeit schon relativ weit vorangeschritten. Der Wahltag war schon in Sichtweise. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn das überhaupt nicht funktioniert und sowieso alles schon so von der Pole Position nach unten fährt, dann gibt es ja noch eine letzte Möglichkeit und das ist die Möglichkeit der paradoxen Intervention.
Ja, Moment. Kleiner Zusatz hier. Haben wir auch getestet. Hat super funktioniert, tatsächlich bis in den Kreis von CDU und sogar SPD-Wählern in dem Fall hinein, weil plötzlich so ein Bild entstanden ist, ja, die geht mir auf den Keks. Aber irgendwie, die steht für was, die hat Überzeugung, die will was machen, die will was anpacken und boah, der Wovereit, hätte funktionieren können, ist nie geschalten worden, hat nicht das Licht der Welt erblickt, weil alle zusammen und also auch die Agentur am Ende sich nicht getraut hat, das zu schalten. Ob wir es damit noch, weiß ich nicht, gezogen hätten, weiß ich auch nicht. Ist jetzt schwer nachprüfbar, weil wir es halt auch nicht gemacht haben. Ist das jetzt ein Menetekel für die neue Kampagne? Ja, da komme ich gleich drauf. Aber ein bisschen Tempo, sorry. Auch wenn eigentlich. Ja, es ist eigentlich ganz gut. Ja. Man soll ja mal vom Scheitern reden. Absolut. Aber was hat das mit heute zu tun? Absolut. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen Zeit für Diskussionen gleich. Deswegen. Gut, am Ende liegst du jedenfalls da wie Muhammad Ali. Ich drücke mal auf die Tube und das Ergebnis ist ja bekannt, fast halbiert innerhalb eines Jahres. Da kann man nur sagen. Ich freue mich, dass unser... Herr Kauder, ich schicke alle Ihre Zwischenrufe an unsere Agentur. Ich fürchte, die wird dann mehr Geld verlangen, weil sie sagt, wir haben festgestellt, Wumms wirkt, jedenfalls bei der CDU-CSU. Ja, hat er leider auch nicht gemacht. Das Filmchen speichere ich jetzt mal aus Zeitgründen. Was heißt das jetzt eigentlich, Learning from Failures, Lessons Learned, was heißt das eigentlich jetzt für den Wahlgang, den wir vor uns haben? Angela? Ja, Guido? Was machst du da? Nichts. Gar nichts? Nein, ich sitze hier. Planst du irgendwas? Nichts Besonderes. Es könnte ja nicht schaden, wenn du mal was planen würdest. Nein. Ich rufe das Kabinett an. Nein, danke. Aber für einen Plan, was zu tun ist, brauchst du das Kabinett, Angela. Ich plane aber nichts. Aber eben wolltest du doch noch. Nein, du wolltest, dass ich was plane. Ich? Mir ist es doch völlig egal, ob du etwas vorhast. Gut. Ich meine nur, es könnte Deutschland ja nicht schaden, wenn du mal was Bestimmtes vorhaben würdest. Aber ich möchte jetzt gar nichts vorhaben. Ich möchte einfach nur hier sitzen. Jetzt hättest du doch mal Zeit, ordentlich die Sozialleistungen zu kürzen. Ja, hätte ich. Oder du lässt neue AKWs bauen. Heute noch nicht. Warum schenkst du den Banken dann nicht noch ein paar Milliarden? Später vielleicht. Später. Oder sorgt dafür, dass es gute Bildung nur noch für Reiche gibt. Ich möchte erst noch etwas hier sitzen. Willst du jetzt die Mehrwertsteuer erhöhen? Nein. Nein, noch nicht. Du kannst einen ja wahnsinnig machen. Ach was. Ich renne den ganzen Tag hin und her und rackere mich ab für neue Atomkraftwerke, für weniger Soziales. Das willst du doch auch. Da könntest du doch wohl einmal ein bisschen regieren. Aber ich will gerade nichts tun. Ich möchte einfach nur hier sitzen. Du kannst doch tun, was dir Spaß macht. Tue ich ja. Aber warum lässt du dich dann wählen? Ich bin eben gern Kanzlerin. Jetzt sei doch nicht gleich so aggressiv. Ich bin doch nicht aggressiv. Warum schreist du mich dann so an? Ich schreie dich nicht an! Verhindern Sie diese Ehe. Nur mit starken Grünen ändert sich was. Diesmal Zweitstimme Grün. Der kundige Beobachter hat's gemerkt, es ist 4 Jahre alt. durchaus prophetische Gaben, die unsere Kollegen damals hatten. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, also wir werden angreifen. Wir haben irgendwie auch so ein leichtes Trauma von dem letzten Bundestagswahlkampf, wo man irgendwie so dahin gesegelt ist und das irgendwie sich nicht so richtig getraut hat. Ich kann auch dieses Angela Merkel darf man nicht angreifen, das kann ich auch nicht mehr hören.
Und deswegen werden wir in diesem Wahlkampf ein paar Sachen machen, die den ganzen Lehrbuchweisheiten widersprechen, und werden den Gegner zeigen, wir werden früher anfangen, ein bisschen Rabatz machen, und weil wer nichts macht, der hat ja dann im Sommer schon verloren, und wir wollen eigentlich im Herbst gewinnen. Paar Sachen, die wir jetzt schon auf die Rampe geschoben haben, die ich zeigen kann. Da gibt es einmal diesen Abwählkalender, der schon seit fast 100 Tagen jetzt läuft im Internet, wo wir jeden Tag einen Punkt der schwarz-gelben Regierungsbilanz oder der aktuellen Politik aufgreifen. Ich klicke da jetzt mal halbwegs schnell durch. Und dahinter mit Content hinterlegen, wo man also auch nachlesen kann. Das hat große Beachtung gefunden im Internet, natürlich auch bei den Kolleginnen und Kollegen von anderen Feldpostnummern, wie man hier dran sehen kann. Die haben aber jetzt dieser Tage aufgegeben, weil ihnen nichts mehr eingefallen ist. Dass unsere Freunde von der FDP, sei mal, ein Hauptzielpunkt von Attacken sein könnten, das ist jetzt auch nicht so schwer zu erraten, weil einfach manche Punkte in der Programmatik so bipolar gegeneinander stehen, dass sich das anbietet. Das war ein Plakat, das die FDP gemacht hat nach ihrem Parteitag oder vor ihrem Parteitag, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, gut gemacht jedenfalls. Und ja, gleich, hier nochmal gucken. Hier nochmal schauen. Das ist die Persiflage. Wir haben uns dann auch mit dem Kollegen Brüderle beschäftigt, der ja auch gern austeilt. Man überlegt ja schon, ob man sowas macht. Uli Hoeneß zum Beispiel werden wir verschonen. Haben wir eine Abmahnung dafür bekommen von den Kollegen? Na gut. Also, das ist so ein bisschen die Tonalität, in der sich das jetzt anfangs bewegen soll, die natürlich jetzt im Moment noch stark im Internet stattfindet, weil wir einfach aus den letzten Wahlkämpfen die Erkenntnis mitgenommen haben, wer nicht zuspitzt, wer nicht polarisiert, der wird in diesem Merkel-Beischlaf irgendwie dann weggerafft. Und deswegen wollen wir in diesem Jahr das machen, was wir 2002 geschafft haben, in Teilen auch noch 2005, nämlich in die Pole Position. Wir wollen als Erste anfangen, wir wollen vorne bleiben, kreativ und wollen richtig angreifen. Unter anderem wollen wir auch ehrlich bleiben. Das betrifft dann diese ganze Frage der eigenen Programmatik. Das hat man ja in den letzten Wochen und Monaten schon ein bisschen gesehen, siehe Steuerproblematik. Natürlich erntet man dafür auch Kritik, aber es führt auch zu einer polarisierenden Auseinandersetzung. Also die Diskussion über die Steuerpläne der Grünen ist ja seit Menschengedenken die erste ernsthafte innenpolitische Diskussion gewesen, auf die sich die Union überhaupt eingelassen hat. Wir werden mit den Menschen sprechen, das ist jetzt auch nichts Neues, das sagen die anderen auch. Wir werden aber versuchen, und ich glaube, dass wir diesmal, nicht zu viel versprechen, aber diesmal wirklich eine Ansprache gefunden haben, die das möglich macht, und zwar sogar zu sprechen mit Leuten, die weit, weit weg von den Grünen sind und sie niemals wählen werden, weil wir ernsthaft über Politik sprechen wollen, weil nur Politisierung bringt uns über den Sommer die Möglichkeit der Mobilisierung im Herbst. Das sieht dann, das fängt natürlich an bei den eigenen Leuten, wo man da, hier sehen Sie mal einen Einblick in unser Agenturleben, wie mit Atemschutzmasken, wahrscheinlich arbeitsschutztechnisch nicht ganz korrekt, solche Luftballons besprüht werden mit den Themen, die die Grünen im Wahlkampf nach vorne stellen wollen, die es dann wiederum gerne angenommen haben und auf dem Parteitag die haben fliegen lassen. Irgendwann in 2 Stunden werden ja die Ergebnisse des Mitgliederentscheids bekannt gegeben, wo die 9 Themen, mit denen die Grünen angreifen wollen, dann von den Mitgliedern bestimmt worden sind. Auch das eine Neuerung. Also, weiß nicht, wir wollen sie ein bisschen überraschen, wir wollen angreifen. Vielleicht ja so wie zum Schluss 2009. Happy Birthday, lieber Josef! Happy Birthday to you! Dankeschön. Vielen Dank. Ja, 2-mal Angriff haben wir gehört von der SPD, also das kommt noch, und von Grünen auch. Herr Reins, greifen Sie denn auch an von der FDP, weil Sie müssten ja eigentlich nur weiter so formulieren, Sie wollen weiter mit der Koalition machen, mit der CDU. Sind Sie auf Angriff gestimmt oder eher auf Zurückhaltung?
Na, ich glaube, da haben Sie schon die zentrale Frage gestellt. Die stellt man sich natürlich am Anfang von so einem Wahlkampf. Inwieweit ist man als Regierungspartei eigentlich genötigt anzugreifen? Und wie weit geht man auf das, was man geleistet hat? Also es war auf lange Zeit eine Diskussion. Wir werden eine Mischung machen. Ich würde das mal gleich zeigen. Wir haben drei Phasen. Wir haben eine Phase, wo wir zurückschauen werden auf die letzten 4 Jahre, die unserer Meinung nach sehr erfolgreich waren. Wir haben dann eine Aufgabe der Motivierung und der Aktivierung der Mitglieder. Und danach gibt es eine Angriffsphase, ja. Die gibt es auch. Wen wollen Sie angreifen? Ich glaube, all den Leuten, die uns erzählen wollen, dass alles besser wird in den nächsten 4 Jahren. Okay, gut. Sie kommen, glaube ich, ja nicht aus dem Politmilieu direkt. Sie sind eine Agentur, Sie haben das Pitching gekriegt, der FDP, ohne jetzt Polit-Background, oder? Naja, wir haben 2009 den Wahlkampf schon mit betreut. Und seitdem sind wir die Agentur für die Bundesgeschäftsstelle der FDP. Finden Sie das als einen leichten Job, was Sie jetzt machen müssen, gerade das FDP so als Produkt? Ich hörte nach dem Brüderle-Porträt oder Text im Spiegel letzte Woche, dass die Alarmglocken wieder da angingen, dass man sagt, man kann politische Konflikte nur lösen, wenn Köpfe rollen. Und jetzt ist ja Fips geblieben an der Spitze und Brüderle wird jetzt angegriffen, ist von der Partei selbst gekommen. Ist es schwer in diesem Schlangenpfuhl zu arbeiten? Nee, es macht unheimlich viel Spaß. Also ich muss sagen, es ist eine unfassbar lustige Geschichte, was im Augenblick abgeht. Wir haben neulich Zahlen gesehen, dass wir eigentlich die Wahl schon gewonnen haben, zumindest wenn es um Sendezeiten geht. Es gibt ja normalerweise diesen Proporz bei der ARD und ZDF. Und nach den neuesten Zahlen liegen wir bei 53% Sendeanteil. Das ist natürlich ein Traum. Das haben wir noch nie so gehabt. Das macht die Sache relativ leicht, weil man sieht uns einfach ständig. Wir hatten 2 Wochen lang Bekannte aus Kanada bei uns in Deutschland, bei uns privat, die sich in deutscher Politik überhaupt nicht auskennen. Und die haben bei uns so das deutsche Fernsehen geguckt. Die können ein bisschen Deutsch. Und er fragte mich hinterher dann, seid ihr eigentlich die Regierungspartei? Ich sagte, nein, aber im Fernsehen wirkt ihr so. Ja, also es macht Spaß. Es ist für mich eine der schönsten Aufgaben, die ich hier hatte. Und wir haben große Kunden, aber es ist ein Kunde, der unfassbar viel Spaß macht. Das ist technisch alles klar. Eine ganz letzte kleine Frage und banal kurz bitte beantworten. Jetzt, dass die FDP immer bei 4 steht, 4%, ist das eigentlich strategisch im Sinne von der Leihstimmenkampagne, die kommt, gut oder schlecht, die Leute zu mobilisieren? Also die Bedrohung jenseits der 5%, ist das eigentlich am Ende politisch sinnvoll und gut in der jetzigen Phase oder ist es schlecht? Was wir von Umfrageergebnissen halten können müssen, haben wir in Niedersachsen gesehen. Ich glaube, man muss das immer so sehen. Ich habe immer so das Gefühl, man fragt immer nach den Erststimmen. Das kommt mir immer so vor. Und wenn man dann bei Erststimmen bei 4% landet, sage ich, ist das ziemlich in Ordnung. Wir werden nachher sicherlich bei knapp unter 10 landen. Bin ich fest von überzeugt. Okay, meine Frage war nicht ganz präzise offenbar. Ich meinte von der Anmutung, von der Stimmungslage, Mobilisierungsgrund. Ist es besser, unter 5 zu sein zurzeit für das FDP-Milieu? Da werden die Leute aggressiver, die Steuerberater, die anderen Leute sagen, dann machen wir echt was. Wie ist das psychologisch? Es macht es einfacher, auf jeden Fall. Man merkt auf jeden Fall, dass man sich nicht ausruhen kann, dass das noch viel zu tun ist und wir haben noch was zu tun, ja. Meinte ich das. Jetzt Ihre 8 Minuten statt 18. Ich bin ja ganz happy, dass schon der Reyes nachher kommt, weil der muss uns nur seine Bilder zeigen, kann sich nur überlegen, welche. Hat er gestern schon geredet und der Kollege von Linken ist auch diszipliniert und Sie bitte auch. Ich finde es so wunderbar, dass nach meiner grottenhaften Vorstellung von gestern ich diesmal so viel Anerkennung bekomme. So grottenhaft war die gar nicht, was ich gehört habe. Die waren alle überrascht. Ja, so, Sie waren vorbereitet, immerhin, das ging. Sie sind, also sehen Sie, ex post. Ich habe es ja schon gesagt, wir haben eine relativ einfache Aufgabe für uns gestellt, auch wenn es so schwer aussieht, aber es ist relativ einfach. Wir wissen aus Untersuchungen, dass wir von den 14,7% vom letzten Mal 80% uns durchaus noch nahestehen. Das Problem ist nur daran, dass relativ wenig sich dazu bekennen. Also wenn man mit den Leuten dann spricht, und wir sind viel auf der Straße und auch viel unterwegs, merkt man, ja, Tennis, da mag ich euch ja, aber ich kann mich im Augenblick dazu nicht bekennen. Warum nicht? Ich kann mich dazu nicht bekennen, weil es im Augenblick nicht so toll ist, am Stammtisch zu sagen, ich will FDP, dann habe ich Stress. Ich habe einfach Stress und ich muss mich argumentieren, ich muss begründen und viele Leute scheuen das auch. Und vielleicht ist es auch gerade im Augenblick nicht schick, sich zu bekennen. Wir wissen ja auch, dass wahrscheinlich wir die Partei sind, wo die meisten Leute sich erst wirklich dann in der Wahlkabine entscheiden. Auf der anderen Seite
haben wir uns auch dazu bekannt und haben gesagt, wir sind eine Lobbyistenpartei, ja, wir sind eine kleine Lobbyistenpartei für ungefähr 20% der Bevölkerung oder 7 Millionen Selbstständige, Kleinunternehmer, Handwerker, Macher, leitende Angestellte. Das ist eine kleine Partei, eine kleine Gruppe, aber vielleicht dann doch auch wieder nicht, denn wenn man weiß, dass diese 20%, 90% der Arbeitsplätze in Deutschland schaffen, dann ist es doch interessant. Also unsere erste Aufgabe war in der ersten Phase, die wir schon hinter uns haben, im ersten 3 Monaten des Jahres bestätigen, motivieren der Mitglieder. Wir wollten zeigen, dass wir 4 Jahre FDP für Deutschland einen sehr guten Job gemacht hat in der Koalition. Und wir haben eigentlich, glaube ich, eine ganze Menge erreicht in diesen 3 Monaten, um nochmal mit Zahlen zu sprechen. Wir haben es sehr faktisch gemacht. Wir haben einfach mal mehrere Zahlen gesagt. Ich sage mal so ein paar Zahlen. 3 Millionen Arbeitsplätze geschaffen in 4 Jahren. Das haben auch nicht so viele Koalitionen oder Regierungen davor geschafft. 1 Billion Exporte zu schaffen jedes Jahr. Oder zum Beispiel in 2015 können wir davon ausgehen, dass wir einen ausgeglichenen Haushalt haben. Das sind so Zahlen, die vielen Leuten nicht bewusst waren. Oder 17 Milliarden Investitionen in Bildung und Forschung. Diese Zahlen haben wir nach vorne gestellt. Das war das Thema der ersten Phase. Wir haben es sehr stark online gemacht und im Social-Media-Bereich. Wir haben die Leute gebeten, einfach uns zu sagen, was sie gut und was sie schlecht fanden unter den Mitgliedern. Wir haben die Mitglieder sehr stark einbezogen. Ich glaube, noch nie so stark einbezogen wie in der Vergangenheit. Diesmal konnten sie wirklich mitreden. Es wurde viel diskutiert und das war auch der Sinn. Und dann in der zweiten Phase haben wir mobilisiert. Das war dann bis zum Bundesparteitag im Mai. Wir haben das dann noch mehr mit Mitgliedern zusammengebracht. Wir haben Mitglieder gebeten, sich zu äußern, sich zu bekennen zur Partei. Weil gerade das ist halt das Problem, bekenn dich offen zu deiner Partei und geh nach draußen und sprich Menschen an und versuch sie zu überzeugen. Das war der Erfolg übrigens 2009, dass sehr, sehr viele Menschen nach draußen gegangen sind und Menschen angesprochen haben. Ich sehe das bei meinen eigenen Kunden, also wir haben ungefähr 26 Kunden, fast alle aus dem Mittelstand, fast alle so aus dem Bereich B2B. Und wenn man nach dem dritten, vierten Bier mit denen spricht, sagen die eigentlich, ihr macht eigentlich einen guten Job. Kann man im Augenblick nicht so sagen, aber es ist ja, ihr macht da doch einen guten Job und eigentlich würde ich euch auch wieder wählen, macht nicht ganz so viel falsch. Ja, und das ist die Stimmung, die wir auffangen müssen und ich glaube, das war die Mobilisierungskampagne, die haben wir, da habe ich ein paar Sachen mit dabei, die gucken wir uns gleich mal an. Der Kollege hat ja schon ein bisschen was gezeigt. Und jetzt geht es eigentlich in Phase 3, wir haben das Shooting fertig, wir haben eigentlich alles soweit fertig. Ich kann auch schon ein Motiv zeigen und da werden sich einige sehr erschrecken, weil wir werden da angreifen. Weil es gibt für mich eigentlich so eine ganz große Sache, das war wirklich wie ein 6er im Lotto, war ich der letzte Parteitag der Grünen. Nämlich sie haben uns eigentlich alle Steilvorlagen gegeben, die man uns geben kann, nämlich die Steuergesetze sind ein Hammer. Und wir haben das natürlich auch gut durchgerechnet und es gibt viele Modelle, die zeigen, und da sage ich jetzt mal hier im Raum, von Ihnen sitzen ja ganz, ganz viele Menschen, die wird es treffen. Das wissen Sie vielleicht noch gar nicht, aber wenn Sie mehr als 4.000 Euro verdienen, trifft es Sie. Und 4.000 Euro in Deutschland sind jetzt dann doch nicht so viel. Das sind leitende Angestellte, das sind Selbstständige, das ist der Gemüsehändler an der Ecke. Und dann geht's los. Und das werden wir den Leuten sagen, dass wir ab 4.000 Euro in Deutschland schon reich sind für die Grünen und es dann ans Geld geht. So, das wird unser Thema sein. Ich würde jetzt ganz gerne mal in das nächste Chart gehen. Oder ich zeige einen Film. Helfen Sie mir bitte. Ich bin Apple-User, muss gestehen, dass ich mit diesem Ding hier nicht umgehen kann. Ah, wunderbar. Ich zeige mal den Film. Wir haben einen schönen Film gemacht am Anfang für Phase 1. Den zeigen wir jetzt. Der hat relativ viel bewegt bei unseren Mitgliedern. Ja, das war der Film, der uns erstmal zusammensammeln wollte wieder in die gelb-grüne Gemeinde. Und das hat geklappt. Ich glaube, vielen war diesen Zahlen nicht bewusst. Die Presse hat sich darauf gestürzt, wie immer. Das ist ja auch unser Ziel. Wir polarisieren. Das ist gut. Wenn man polarisiert, ist es besser, als wenn man gar nicht wahrgenommen wird. Mein alter Chef hat immer gesagt, es gibt keine schlechte PR, es gibt nur gar keine PR. Und so ist es auch. Ja, und jetzt würde ich ganz gerne das Dritte zeigen, was ich noch habe. Nämlich jetzt während dieser Phase haben wir dann den ersten Look kreiert, einer Gutgemacht-Kampagne. Die wurde hauptsächlich intern gezeigt, wurde aber auch nach draußen gebracht an einigen Stellen. Wie gesagt, Hauptzielgruppe ist den Leuten, die in der Partei sind oder uns nahestehen und sympathisieren mit uns, Argumente zu geben, um im Bekanntenkreis, im Freundeskreis gute Argumente zu finden. Werden wir die Kunst kurz noch anschauen. Und dann verspreche ich Ihnen auch, zeige ich Ihnen noch ein Motiv der folgenden Kampagne. Ja, genau. Und so. Ich kann hier weiterblättern, oder? Genau. Ja.
Ich habe für mich eigentlich beschlossen, es ist besser, ich glaube es ist zumindest besser, nicht so viel über den Gegner zu sprechen, sondern eher über die Leistung zu sprechen. Das ist das Ziel dieser Kampagne gewesen. Weniger Schulden, mehr Chancen oder Energie bezahlbar halten oder 4 gute Jahre für Deutschland. Wir haben das einmal mit Argumenten gemacht, einmal mit unseren Kandidaten gemacht. Und die 50er-Jahre-Schülerin, wen meinen Sie jetzt? Es gibt viele, wir haben jetzt eigentlich alle, ja, gibt es auch. Im Prinzip ging es darum, einfach mal Themen zu bringen, wieder zur Sachlichkeit zurückzukehren. Es gibt sehr viel unsachliche Dinge im Wahlkampf, gerade speziell, wenn es um uns geht. Und wir wollten das Ganze ein bisschen mehr wieder auf die Sachlichkeit bringen. Ist uns zumindest, was wir erkennen können, bei unserer Zielgruppe, die wir ansprechen wollten, gelungen. Und es macht auch resistent. Je mehr man angegriffen wird, desto resistenter ist man und desto mehr steht man zusammen. Diesen Effekt können wir auch erkennen. Und was wir auch erkennen können, ist, dass in den letzten Wochen dank den grünen Steuerplänen unwahrscheinlich viele Menschen bei uns anklopfen und sagen, interessiert mich mal, wie steht ihr da eigentlich? Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt auch einfach mal hilft, sich seiner Zielgruppe genau anzugucken. Und wir haben dann doch festgestellt, dass wir eine Menge Schnittpunkte mit der grünen Zielgruppe haben. Weil ich glaube, bei den Grünen ist immer der Gedanke immer noch, ihre Zielgruppe ist so selbsthäkelnd irgendwie zu Hause Müsli essend. Das ist aber nicht so. Die haben wahnsinnig viele Leute, die einen eigenen Laden haben, ein eigenes Geschäft haben, einen Biometzger. Und die sind tendenziell auch betroffen jetzt von diesen Steuerplänen. Und die klopfen bei uns jetzt an und wollen wissen, seid ihr aufgestellt. Deswegen für uns vielen Dank nochmal an die Kollegen und auch vielen Dank. Das ist das, was wir gebraucht haben jetzt. Jetzt werden viele Leute wach. Und ja, jetzt würde ich gerne nochmal ein letztes zeigen von der neuen Kampagne. Wir werden angreifen, speziell in dem Bereich Belastungen. Hauptthemen werden Entlastung sein, das Thema wird Steuern sein natürlich, Solidaritäts-Soli, schrittweise Abbau, die breite Progression abzuschaffen und Energiesteuer und natürlich das Ehegattensplitting zu erhalten etc. All die Sachen, die wirklich den Menschen, die in der Mitte sind, ans Herz geht. Können wir noch ein Motiv noch zeigen? Das wäre toll. Dann lasse ich Sie auch schon in Ruhe. Dann können Sie gerne wieder über uns weiterherziehen. Freuen wir uns immer drüber. So, das ist das nächste. Das ist das letzte. Unten. Ja, genau. Und da das nächste Motiv. So, ja, das ist unser erstes Motiv. Und das sind die Räuber. Da sieht es nämlich aus: gegen die Ausplünderung der Mitte für eine gerechte Steuerpolitik. So wird es weitergehen. Wir haben noch einige schöne Motive im Lager, die wir auch schon fertig haben. Und ja, wir freuen uns auf den Wahlkampf. Es wird viel Spaß machen. Vielen Dank. Ja, danke, Herr Reinzel. Nur eine kurze Sache, Sie sagten vorher so sachlich, aber das ist ja jetzt doch im Grunde klassisches Negative Campaigning. Also nein, ich sagte ja, wir haben 3 Phasen gehabt. Ja. Die erste Phase war sehr sachlich, Klarheit zu schaffen über Fakten. Die zweite war zu mobilisieren, die dritte ist jetzt Angriff. Das ist die Angriffsphase, die startet eigentlich jetzt nächste Woche. Da werden unsere neuen Motive vorgestellt und die Kampagne auch. Der Steuerkonzept, Sie sagten, so schlimm. Es gibt ja auch Leute, die durchaus sagen, das ist ein sinnvolles Steuerkonzept. Wie gehen Sie da strategisch mit um, dass Sie vielleicht in den luftleeren Raum stoßen, nicht alle egoistisch sagen, ich will weniger zahlen, sondern dass die, die da über 65.000 Jahreseinkommen zu versteuern kommen, dass die ganz einverstanden sind, wenn sie ein bisschen mehr zahlen? Also ich bin ja selber Zielgruppe. Also ich finde das nicht lustig, muss ich ehrlich sagen. Und ich kenne, wenn ich mir das überlege, wir machen, glaube ich, immer einen großen Fehler, wenn man eine Partei ist, die nicht Volkspartei ist, zu versuchen, die Masse anzusprechen. Das ist völlig falsch. Wir wissen genau, mit wem wir reden. Wir reden mit Handwerkern, wir reden mit Selbstständigen und für die sind 65.000 Euro ein völlig normaler Betrag im Jahr. Und deswegen ist das, da haben die Grünen genau die Richtigen getroffen. Gut, wir beeilen uns ein bisschen. Herr Ludwig ist schon bereit, in absoluter Disziplin zuzuspitzen. Nur eine kurze Frage an Sie. Sie sind die Agentur für die Linke. Braucht die Linke eigentlich vom ganzen Zuschnitt eine Agentur? Die könnten doch eher über Direktkommunikation, die super Infrastruktur im Osten, die Wohlfahrtsverbände gut verankert, ganz anders kommunizieren. Sie braucht doch nicht die klassische Werbung, oder? Ich glaube, wir sind auch einfach nicht die klassische Werbeagentur. Ich habe ja vorhin hier schon gemerkt, als ich die beiden Herren von der CDU und der SPD vorgestellt haben, also es geht doch um halt relativ viel, auch um Fischstäbchen und Autos. Wir machen politische Kommunikation und das schon recht lange mit der Partei zusammen. Was ist der Unterschied zwischen Werbung, also der Fischstäbchen-Fraktion und Ihnen? Also wir haben eine besondere Aufgabe letztlich, das ist manchmal ein bisschen trocken, das ist ein hartes Geschäft. Es geht nicht nur um die Vermittlung von Lebensgefühl, sondern
ja, auch wenn das irgendwie manchen dann irgendwie nicht gefällt, wirklich knallhart, um Inhalte, die zu transportieren. Also im Grunde brauchen Sie nur das Mittel der Schrift. Ja. So ist es. Das ist bisher zumindest eine Stärke der Kommunikation der PDS und der Linken gewesen. Nichts vorwegnehmen. Danke Ihnen, weil wenn Sie es knapp und kurz machen und er macht es dann noch kürzer, damit wir noch die Fragen haben. Oh. Tja. Das bin schon ich, ja? Okay, alle klar? Dann muss ich jetzt wieder das hinbekommen. Moment. Okay, alles klar. Also danke für die Steilvorlage. Ich arbeite seit 14 Jahren für die PDS, später für die Linke und mache seit 10 Jahren Wahlkämpfe. Einige meiner Kolleginnen und Kollegen inzwischen seit 20 Jahren. Wir hatten als Agentur das außerordentliche Glück, eine neue Marke entwickeln zu können. Das passiert nicht oft. Damals der Zusammenschluss aus der WASG und PDS, diese neue Marke zu etablieren und auch zu positionieren. 2005 unser erster Wahlkampf. So dass man inzwischen in Deutschland stabil von einem Fünf-Parteien-System spricht. Sie haben es angesprochen, Schrift ist für uns immer das Mittel der Wahl. Wir haben, ich habe es einfach mal gezählt, inzwischen seit 2005 23 Landtagswahlkämpfe, 2 Bundestagswahlen, 1 Europawahl gemacht. Das hat Vorteile natürlich. Diese dauerhafte Zusammenarbeit ist im Sinne der Markenentwicklung, anders als wir es heute Morgen bisher hier gehört haben, wenn viel von Revitalisierung und Relaunch und so weiter die Rede ist, natürlich für eine Partei wie für jedes Produkt ein sehr hohes Gut, sodass wir über die vielen Jahre diese Marke auch stabil entwickeln konnten. Wir haben erfolgreiche Wahlkämpfe geführt, haben das Scheitern heute sehr grün vorgeführt bekommen. Wir haben auch weniger erfolgreiche Wahlkämpfe geführt, auch hier in Berlin, zuletzt auch 2011, gemeinsam, glaube ich, mit den Grünen damals abgeschmiert. Eine Erkenntnis gibt es für mich daraus. Erstens, wenn die Wahlkämpfe erfolgreich sind, dann war es natürlich immer die gute Politik. Sind es nicht, war es die schlechte Kampagne, mithin die Agentur. Ist aber nicht so, tatsächlich ist es so, dass Wahlkämpfe gemeinsam gewonnen, noch gemeinsam verloren werden. Nicht nur deshalb sind wir immer noch mit der Partei verbunden und arbeiten für sie, so auch in diesem Wahlkampf. Und es soll auch erfolgreich werden. Wir haben eine andere Art von Kommunikation. Wir haben die Situation, dass wir mit der SPD nicht nur um den Markenkern der sozialen Gerechtigkeit kämpfen, sondern natürlich auch um die Farbe, eine sehr hochpolitische Farbe, zumindest seit der Arbeiterbewegung, das Rot. Deswegen müssen wir anders kommunizieren. Ich habe mich vorhin gefreut, das Plakat von Renate Künast irgendwie zu sehen. Das war Bremen 2008, also eine ähnliche Art von Kommunikation. Wir müssen sichtbar sein und wir müssen unterscheidbar sein. Das ist unser Credo für die Effizienz. Deswegen sehen unsere Plakate eigentlich fast immer ein bisschen anders aus als die der anderen Parteien. Das Rot, wie gesagt, eines der wichtigsten Güter innerhalb dieser Marke, dass wir auch in diesem Wahlkampf unbedingt verteidigen wollen. Was bedeutet das strategisch auch für diesen Wahlkampf? Es gibt eine ganze Menge Überschneidung, inhaltlich, thematisch mit den Angeboten der SPD und wir müssen die Unterschiede zur SPD als unseren inhaltlichen Hauptkonkurrenten herausarbeiten. Die Unterschiede bestehen einerseits in der Radikalität. Das heißt, Sie können es gerne Vision nennen, aber die Forderungen der Linken sind weitergehend. Ich erinnere zum Beispiel an das letzte Angebot oder die letzte Forderung von Katja Kipping zu einer Einkommensobergrenze. Das ist eine Geschichte, an die sich die anderen Parteien noch nicht herantrauen. Die Linke muss das herausstellen im Wahlkampf. Das ist die Tatsache, dass die Linke den Finger in die Wunde legt. Sie ist also praktisch in ihrer Funktion genau beschrieben, muss an der Stelle den Erwartungen auch von Wählerinnen und Wählern entsprechen. Nämlich dran zu bleiben an ihren eigenen Themen, auch neue Ideen zu haben und schließlich und endlich auch vor allem der SPD und den Grünen auf die Finger zu schauen und notfalls auch draufzuhauen, wenn die mal vom Pfad der Tugend abweichen sollten. Die zentrale Botschaft dieses Wahlkampfes wird lauten, die Linke ist 100% sozial. Es gibt eine ganze Menge Themen. Ich habe sie hier einmal kurz
aufgelistet. Wir werden sehen, das betrifft viele Parteien. Und wie gesagt, inhaltlich die größte Überschneidung sozusagen mit der SPD als unseren Hauptkonkurrenten. Nur bloß mal, wie man und wie vorgeht. Die Themen werden politisch, strategisch vorgegeben. Dann sollen daraus natürlich die politischen Messages entwickelt werden. Wir haben auch qualitative Studien, quantitative Studien vorgenommen, um rauszubekommen, wie ticken unsere Wählerinnen und Wähler im Potenzial. Und dann passiert ein Abgleich, letztlich ein Match sozusagen mit dem, was die Partei sagen will und was unsere Wählerinnen und Wähler am drängendsten interessiert. Nehmen wir das Thema Arbeit, da geht es sozusagen ganz radikal gegen jede Art von Armutslöhnen, gegen Befristungen in Arbeitsverhältnissen, für einen gesetzlichen Mindestlohn von 10 Euro, da wäre der qualitative Unterschied zur SPD, der Mindestlohn, den die Linke vorschlägt, würde letztlich sozusagen auch zu einer Sicherung vor Armut im Alter führen. Und so müssen wir die Unterschiede zu unserem Hauptkonkurrenten herausarbeiten. Ganz schnell noch zur Personalisierung in diesem Wahlkampf. Gab auch irgendwie halt im vergangenen Wahlkampf noch einen bekannten Menschen, der, wie Sie, Herr Mayer, aus der SPD ausgetreten ist, weil er die SPD nicht mehr für glaubwürdig hielt. Der ist inzwischen sozusagen natürlich immer noch für die Partei als Zugpferd wichtig, aber es steht hier ein Generationswechsel ins Haus, eindeutig. Die Partei etabliert sich sozusagen ein Stück weit von ihren Gründungsvätern, ist ja auch wichtig. Und in diesem Wahlkampf soll die Kommunikation nicht mehr nur von Oskar Lafontaine und Gregor Gysi weggetragen werden, sondern von diesen 8 Leuten. Kann sie noch namentlich nennen. Herr Gysi ist letztens irgendwie halt bei Herrn Lanz dabei ein bisschen ins Schwimmen gekommen, aber das gehört vermutlich dazu, wenn ein Generationswechsel ins Haus steht, dass man sich nicht die Namen aller seiner Kinder und Enkelkinder merken kann. Auf alle Fälle ist es unser Ziel. War das Ihre Idee, so viele? Das war ein politischer Aushandlungsprozess, das war keine Idee der Agentur. Aber es geht natürlich darum, letztlich die Partei, also drückt damit natürlich auch irgendwie eine Vielfalt an Meinungen und Mentalitäten aus. Ja, es gibt irgendwie keinen Gleichklang. Sie haben gestern Herrn Höhn gefragt, ob wir die alle unter einen Hut bekommen, und Herr Höhn hat geantwortet, ob er das müsse. Ich würde mal noch weitergehen und sagen, wollen wir das? Wir wollen nämlich genau das Gegenteil. Das heißt, viele Stimmen für die Linke in diesem Wahlkampf sprechen zu lassen, als alles corporate zu machen. Das ist der Unterschied sozusagen zu den anderen Parteien, wie ich finde. Und es ist ja angesprochen worden, es gibt diese Situation sozusagen, dass Frau Merkel irgendwie keinen Wahlkampf will, den Wahlkampf nicht annehmen will. Die SPD das Problem hat, ihren Kandidaten sozusagen in Deckungsgleiche mit der Gefühlslage der Partei zu bekommen. Wir sehen sozusagen darin unsere Chance. Das Motiv ist letztlich auch Angriff, Attacke für die letzte Phase. Das haben wir alle besprochen. Über die einzelnen Geschichten der Kampagnenplanung und so weiter muss ich nicht mehr hier drauf eingehen. Das haben Sie von den anderen Agenturen zu Genüge gehört. Das funktioniert natürlich bei uns genauso. Also Mobilisierung, Dialog, Aktivierung und so weiter. Aber wir stehen jetzt alle gemeinsam letztlich vor der Schlussphase des Wahlkampfs. Alle werden, nehme ich mal an, wie nächste oder übernächste Woche ihre Druckdaten für die Plakate bei den Druckereien einweisen müssen. Und insofern auch von mir die Entschuldigung, dass wir heute noch keine Motive zeigen. Wir haben, das sei vielleicht noch halt einmal kurz genannt, die Situation in 2009 hat die SPD beispielsweise einen Etat von 27 Millionen Euro gehabt, die Linke einen Etat von 4,5 Millionen Euro. Das bedeutet, wenn Sie so wollen, ein 6-faches an Plakaten, Veranstaltungen, Pressemeldungen, Facebook-Einträgen, wenn ich das mal mathematisch so vereinfachen darf. Aber schließlich und endlich stellen Sie sich vor, ein Großflächenplakat von der Linken und daneben 6 Großflächenplakate von der SPD. Das ist sozusagen eine Herausforderung, die wir wieder annehmen müssen in der Frage, wie wir kommunizieren, wie wir sozusagen uns unterscheiden. Und deswegen bitte ich Sie um Verständnis, dass wir auch hier noch keine neuen Motive zeigen. Recht vielen Dank. Danke. Das klingt ja fast so von der Anmutung sozusagen Form follows Function, dass Sie einen Wahlkampf gegen die SPD führen, als ob die SPD in der Regierung wäre. Die SPD ist einfach unser inhaltlicher Hauptkonkurrent. Okay. Und insofern kämpfen wir immer miteinander um Wähler, okay, in jeweilig anderen Lager. Gysi hat ja gesagt in seiner Rede, bei den Linken herrscht regelrechter Hass untereinander. Wäre das nicht eine Produktivkraft, die man für die Kampagne stark machen könnte? Naja, ein Stück weit,
ein Stück weit gibt es ja letztlich sozusagen seit dem Göttinger Parteitag eine Beruhigung in der Partei, das muss man ja auch konstatieren. Und das Ergebnis, und das ist relativ kompliziert, das ist zugegeben, ne? Und das Ergebnis dessen ist eben zum Beispiel auch dieser Achterteam. Ja, ich meine das ganz ernst, zum Beispiel, wenn man sagt, Überschrift Kabale und Liebe oder wir lieben uns, wir hassen uns, dass dann auch Gefühle der Bevölkerung, die ja ähnlich ticken und ähnlich aufgestellt sind, dass man die transferiert auf das Markenimage der Linken und dann Wähler findet. Also meine Antwort darauf, vielleicht beim schnellen Durchklicken nicht gesehen, es gibt ein schönes Plakat, ich liebe dich, die Linke. Ja. Das als Antwort auf die möglicherweise Hass-Tiraden. Okay, alles gleich, danke Ihnen. Jetzt kommen wir nur für zwei Minuten Reyes. Das Schöne ist, ich weiß, dass er es packt, weil Sie haben ja gestern schon alles erläutert und verklickert, um was es geht beim Piraten. Zeigen Sie uns die Motive, da sind wir zufrieden. Und Sie kommen später nochmal dran, weil wir müssen noch ein bisschen Zeit haben. Wir haben ja gestern alles verstanden, nur die Motive, und Sie werden uns ja alles zeigen, was es schon gibt. Haben Sie gerade eben gesagt, ich komme später nochmal dran? Das heißt, ich kriege einen zweiten Redeslot? Sie kriegen später nochmal einen online zweiten Redeslot. Wir haben so einen Blog aufgebaut, den können Sie uns zumüllen. Alter, ey. Ja, ich bin zu schlecht, um daraus ein Vollbild zu machen. Ja? Pirat, bei dem es bei der Technik hakt. Ah ja. Dankeschön. Ein bekannter Philosoph meinte mal, Person, Partei und Kampagne müssen zusammenpassen. Ne? Na, mal schauen, ob das bei uns zutrifft. Design muss vor allen Dingen selbsterklärend sein. Und wir haben uns gedacht, ja, was ist denn unsere Zielgruppe? Ne? Sozial, liberal ist sie auch. Sie ist vorwärtsgewandt und sie ist weltoffen. Wir haben die Wählergruppe, die wir anvisieren, ist zwischen 18 und 39. Das heißt, unser Parteivorsitzender Schlömer und der Fraktionsvorsitzende Spies gehören nicht dazu. Muss man gucken, ob man die noch überreden kann. Wir sind kritisch gegenüber Medien bei gleichzeitig hohem Konsum dieser. Und was die Erwartungshaltung? Ja, wir sollen unbequem sein. Und was möchten wir unserer Kampagne zeigen? Ja, wir wollen zeigen, dass wir all das sind. Und das mit wirklich wenig Augenkrebs, wie wir sehen. Ja, Augenkrebspotenzial ist da, schon mal nicht gelungen. Egal, gehen wir weiter im Text. Was haben wir noch? Unsere Kampagnenbotschaft. Das ist unsere Grundhaltung, mit der wir reingehen wollen in unseren Wahlkampf. Ich habe gestern gesagt, welche Themen wir voranbringen wollen. Und das ist die Art und Weise, mit der wir jetzt kommen wollen. Wir haben uns überlegt, ob wir alles unter einen Claim stellen. Und dann ist es auch aufgefallen, ja, wir sind viel zu föderal, als dass es funktionieren würde. Und auf Zwang funktioniert das sowieso nicht. Deshalb werden diese Themen ähnlich gleich verteilt immer mal wieder hier und dort auftreffen. Wir stellen das mal in Frage und wir wollen aufbrechen. Wir wollen klar, wir wollen verständlich machen und wir wollen es ändern. Und dann haben wir uns gedacht, ja, wie können wir das alles umsetzen mit möglichst wenig Geld? Ne? 4,5 Millionen, wow, ist wenig, ne? Aber wir haben dann doch noch, können das noch unterbieten. Ja, wir machen dann Online-Wahlkampf und dann wird das so aussehen. Das ist jetzt ein Auszug dieses Internet-Meme, diese tägliche Pressemitteilung, die wir einfach verbildlichen. Und wir haben uns gesagt, wir werden jetzt nicht mehr diese Leitsprüche überall reinpacken, sondern einfach nur noch Piraten wählen. Das ist das, worum es uns geht und was wichtig ist für alle anderen. Das ist ein Element, wie wir billig an PR kommen oder PR machen können. Und wie sollen jetzt unsere Plakate sein? Naja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in eine Ecke geschoben werden und nicht bei unseren Plakaten nicht eindimensional werden. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen aus allen diesen 5 Punkten oder 6 Punkten müssen wir mindestens etwas haben. Und das haben wir auch visualisiert, haben wir unterstützt mit Gesichtern und da war uns wichtig, dass wir aus allen Regionen kommen. Es ist nicht wichtig, welche Persönlichkeit da drauf ist. Also wir haben da Spitzenkandidaten drauf, aber das war eher, weil die halt ein Bild hatten, wo sie gut gelacht haben. Ansonsten hätten wir da jemand anders reingesetzt. Aber wir wollten halt zeigen, dass wir, wie gesagt, aus allen Regionen kommen und dass wir alle Bundesländer vertreten. Wie haben wir das entwickelt? Ja, wir hatten eine erste Runde ausgerufen, wo Mitglieder aus der Partei ihre Entwürfe einstellen konnten.
Und da war das Gewinnerplakat, das sehen Sie links. Und dann wurde aus diesem Gewinnerplakat wurden Derivate erstellt, 4 Stück. Und das war auf Bundesebene halt das Gewinnerplakat, was Sie rechts sehen, beziehungsweise das Design, nicht das Plakat selber. Das ist jetzt das Design für den Bundestagswahlkampf, für die Landtagswahl in Bayern und die Landtagswahl in Hessen. Haben wir ähnliche Plakate, die sich damit verbinden lassen, aber wo man, wenn man die nebeneinander hält, schon sieht, dass sie auf unterschiedlichen Ebenen die Leute ansprechen und unterschiedlich entworfen sind. Ja, dann haben wir natürlich noch Flyer, weil ohne Flyer können wir gleich einpacken. Da haben wir uns gesagt, okay, wir teilen auf in Themenflyer und Kandidatenflyer. Die Themenflyer sollen bundesweit einheitlich ein Motiv haben, das sich halt an unserem Design orientiert. Und bei den Kandidatenflyern haben wir gesagt, okay, da lassen wir den Landesverbänden ihre Eigenheiten und die können das so gestalten, wie sie es möchten. Hier jetzt beispielhaft eins genommen aus Berlin, wo wir halt versucht haben, zu visualisieren, dass wir halt für diese Offenheit von Politik stehen, indem wir halt das Ding grau gehalten haben oder in einem anderen farblichen Ton, der einfarbig ist und dann dort, wo das Gesicht ist oder die Person ist, dann halt ein bisschen wegschraffiert, um da halt klar zu machen, da, das ist das, was raussticht. Ja, und wo können Sie die Plakate sehen? Ja, auf unserem Wahlkampfauftakt, wie auf den Veranstaltungen, die Plakate für den Bund in Berlin, die in Hessen, in Frankfurt und die für Bayern in München. Ja, ich hoffe, ich habe die 2 Minuten eingehalten. Ich glaube es nicht, aber danke. Gut, wunderbar. Nur einen Satz haben wir. Danke. Machen Sie das alles selbst oder haben Sie auch in irgendeiner Weise eine Agentur? Na, wir haben ein Gestalternetzwerk, das heißt, nennt sich SG Gestaltung. Das sind einfach Mitglieder und Sympathisanten der Partei, die da dann arbeiten und Dinge verrichten. Und weil die halt so gut sind, haben die alle Vollzeitjobs und dann muss ich sie halt werktags vertreten. Okay, das ist eine schöne Rolle. Ja, vielen Dank. Erstmal bis dahin, jetzt kommen die Fragen. Also danke auch an hier die Akteure der Roadshow. Ich glaube, jeder, der so schon mal erlebt hat, hat selten in dieser Zeit so viel kompakte Informationen gekriegt, auch mit so schönen, facettenreichen Teilbereichen. Wir machen das jetzt mit der Fragerunde wieder wie gestern. Es lief ja sehr gut. Ganz kurz und knapp und dann noch die Gäste hier oben genauso kurz und knapp. Und es war die Anregung von Legrand, bitte den Namen zu nennen, damit man weiß, wer ist. Das ist offenbar in dieser Geografie der Begegnungsindustrie nicht so einfach. Ganz knapp und pointiert. Thorsten Faas, Universität Mainz. Ich habe eine Frage und würde gerne aufgreifen, was Herr Ludwig angesprochen hat. Wir haben ganz viel über Glaubwürdigkeit auch im Zeitverlauf gehört. Jetzt frage ich mich, wie gewinnen Sie so einen Pitch? Letztlich dadurch, dass Sie sich irgendwie abgrenzen von dem, was früher passiert ist. Ich würde ganz gerne Herrn Langguth und Herrn Ludwig fragen, wie groß sehen Sie Ihren strategischen Vorteil dadurch, dass Sie jetzt schon so lange mit der jeweiligen Partei zusammenarbeiten? Und Herr Langguth, Sie haben ja sogar ausgeführt, dass man sogar Ihnen die Stange hält, obwohl Sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal ein bisschen daneben gegriffen haben. Also wie viel ist aus Ihrer beider Sicht dieser strategische Vorteil wert? Okay. Meister Hönigsberger in aller Klarheit. Fragen an Rot-Grün. Bieten denn nicht diese absurden Selbstbeweihräucherungskampagnen der Konkurrenz nicht einen eigenen Anlass, um in die Wahlkampagne eingebaut zu werden? Denn Herr Blumberry, die Mitte bin ich und ich lache mich kaputt über Ihre idyllische das idyllische Lebensgefühl, das Sie mir als Mitte vermitteln wollen. Zweite Frage noch an Herrn Göbel für SPD. Sie haben ja diskutiert, in den Blöcken gewinnen, in den Blocks möglicherweise nicht verlieren. Was halten Sie von der These, dass Sie zumindest bis jetzt die Debatte in den Blocks verloren haben? Denn überall dort, wo inhaltlich im Web diskutiert wird, ist die SPD nicht präsent, beziehungsweise kriegt fürchterlich auf die Schnauze und ist ein allgemeiner Gegenstand von Shitstorms. Es kommt im Wettwahlkampf nicht bloß darauf an, dass man die meisten Klicks bekommt, sondern dass man sich auch dort, wo kommuniziert wird, durchsetzen kann. Was halten Sie von der These? Danke. Sehe ich anhand aller ist schon eine Dame. Bitte schön. Meine Frage ist pointiert und fragt, was kostet denn der Wahlsieg? Oder weniger pointiert gefragt, wie groß ist denn die Rolle des Geldes?
sonst noch niemand am Mikrofon. Das verstehe ich das als erste Runde und mit pointierten Antworten. Zuerst war der Kollege der Linken dran, die Pitch-Frage. Und dann machen Sie so knapp wie möglich, umso mehr kommen wir weiter. Also ganz kurz, wir sind noch nicht mal in den Pitch gegangen in diesem Wahlkampf, sondern wir haben direkt angeschlossen weitergemacht mit der Zusammenarbeit mit der Partei Die Linke. Das ist als Agentur immer gar nicht so einfach, weil letztlich die letzten Wahlen waren erfolgreich und wenn es nach dem Kunden ginge, würden sie sagen, gut, dann lass uns doch genauso eine Kampagne fahren wie beim letzten Mal. Das geht natürlich nicht. Wir müssen dennoch davon überzeugen, dass wir nicht die gleichen Plakate wieder raushängen können. Wäre ein bisschen auch, ja, letztlich würden sich Wählerinnen und Wähler verarscht fühlen. Es ist aber letztlich so, dass wir nicht jedes Mal, wenn eine neue Agentur kommt, bringt sie auch neuen Wind rein, das verstehe ich auch. Aber Sie kennen vielleicht das Agenturgeschäft auch, dass dann jeder natürlich sich selbst verkaufen will. Für die Marke selbst ist es nicht immer unbedingt förderlich. Das haben wir gerade bei der Marke SPD über die letzten Jahre erlebt. Also was an Farbwechseln und so weiter passiert ist, das ist eine Geschichte, die für uns natürlich von Vorteil war, dass wir einfach so konsequent die Marke weiterentwickelt haben. Du? Ja, das ist wieder sowohl als auch. Ne? Also wir haben diesmal gepitcht und zwar gegeneinander. Das heißt, wir haben aus diesem, das haben Sie ja, glaube ich, gemerkt, wir haben schon aus diesem Berliner Debakel, sage ich mal, nicht nur kritische Anmerkungen zum Kunden mitgenommen, sondern auch ein paar selbstkritische Sequenzen gehabt und haben dann eigentlich dem Kunden vorgeschlagen, pass auf, weiter so ist jetzt auch doof. Und jetzt lass uns, wir haben Leute in Köln, in München, in Stuttgart und Hamburg und Berlin und das sind zum Teil Leute, wenn man die in Stuttgart und Berlin vielleicht wegnimmt, die sind weit weg von jeder politischer Kommunikation und lass uns mal da ein bisschen frischen Wind reinblasen und mal eine neue Denke vielleicht auch. Und das war am Ende richtig. Die Kampagne wird jetzt exekutiert in Berlin. Gewonnen hat aber und hängen wird ein Ansatz, der aus Köln kommt. Und also so will damit sagen, man kann so ein Problem lösen. Es gibt, glaube ich, Ermüdungen, es gibt Ermüdungsbrüche auch. Wir hatten 2006 auch einen Ermüdungsbruch, haben uns ja getrennt von den Grünen 2006. Und 2007 kam dann irgendwie Ostern der Anruf von Jürgen Trittin, das geht nicht mit der anderen Agentur. Das war eine gute Agentur, die aber einfach diesen Vorlauf nicht hatte, zu verstehen, wie der Laden tickt. Die Grünen sind auch, sagen wir mal, eine spezielle Partei, wie die anderen ja auch, das muss man verstehen. Und das kann man halt möglicherweise nicht so gut, wenn man nur für Coca-Cola bisher gearbeitet hat. Trotzdem muss man aufpassen, und das haben wir halt auch in Berlin gelernt und beherzigen das hoffentlich für die Zukunft, dass man nicht immer so eingefahren arbeiten kann und dass man auch mal dem vertrauten Kunden sagen muss, pass auf, das geht so nicht. Du willst es zwar, aber das geht so nicht. Und das ist möglicherweise sogar leichter, wenn man eine Agentur ist, die so einen Pitch dann neu gewonnen hat und sagen wir mal, dann vielleicht auch ein bisschen stärker noch respektiert wird, als wenn man wie wir letztlich in der Summe seit 10 Jahren ja quasi mit zum Betrieb gehört. Wir sind ja letzten Endes eine ausgelagerte strategische und kommunikative Ressource. Ja, vielleicht lasse ich es dabei mal wenden. Herr Mayer, die Idylle-Frage, die hat Sie doch bestimmt bewegt, die an Sie adressiert war. Ja, aber auch an Ihnen. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt an mich adressiert war, aber ob das alles Idylle ist, was wir da gezeigt haben, ich würde sagen, es ist Alltag. Und Idylle ist eher Landlust. Das haben wir nicht gezeigt. Na gut, also ich glaube, um die Frage pointiert zu beantworten, die Idylle der CDU ist mir total scheißegal. Das ist nicht die Lebenswirklichkeit, die ich in Deutschland kenne. Wenn die CDU so das Land einlullen will, dann viel Spaß. Das wird 36% machen, da bin ich mir relativ sicher. Interessanter fand ich eigentlich das, was, wenn man das auf Schwarz-Gelb ausweitet, da tut es mir fast leid, dass die FDP so wenig Budget hat.
Weil das führt zu der Mobilisierung, die ich brauche, das, was ich da gesehen habe. Also wenn die das durchziehen und wenn die das in der dritten Phase machen wollen, die Räuber, dann kann ich nur sagen, ja, gute Reise. Dann arbeitet euch mal schön ab am Steuerprogramm der Grünen. Da gibt es auch immer noch das Wahlziel Rot-Grün. Da gibt es einen Herrn Steinbrück. Da gibt es ein zu versteuerndes Einkommen ab 100.000 Euro, für den das greift. Bei Verheirateten 200.000 Euro. Per sagt immer, wer mehr verdient, kann jetzt aufstehen und kann dann ja sagen, ob ihm das wert ist oder nicht. Also da freue ich mich eigentlich für die Steuervorlage, die ich da gesehen habe. Zu den Blogs bitte nochmal kurz im gleichen Aufwasch was sagen, dass Sie quasi versagen in der Online-Kommunikation. Kann ich jetzt so nicht nachvollziehen. Also ich halte die SPD für relativ stark aufgestellt. Gerade was die Online-Kommunikation betrifft, da arbeiten relativ renommierte Leute. Ich nenne mal einen Namen, Matthias Richel, den kennen vielleicht die meisten hier im Saal. Ich saß lange auch mit den Kollegen von Blue State aus dem Obama-Wahlkampf zusammen, die am Ende sagen, du kannst nicht jeden Kommentar kommentieren, weil du bestimmte Diskussionen im Netz einfach gar nicht gewinnen kannst. Manche Sachen lass einfach so stehen, wie sie da stehen und konzentriere dich auf deine Inhalte. Insider sagen ja, die SPD sei finanziell so ausgeblutet durch viele andere Aktivitäten, dass das Geld, was man immer Obama gesagt wird, gar nicht hat, um die Internetaktivitäten zu betreiben, die da immer avisiert werden. Halte ich für einen totalen Fehler, das Argument, die Internetaktivitäten, die man aufsetzt von der IT-Infrastruktur, die mit vernünftigem Content zu bespielen, dafür braucht man nicht viel Geld. Im Gesamtkontext des Wahlkampfbudgets, da braucht man noch nicht mal so viele Personalstärke dafür. Da braucht man Leute, die clever sind, die schnell sind, die die Kanäle bedienen können und die Kreation raushauen. Also das würde ich nicht gelten lassen, dass das Internet irgendwie an der Budgetfrage liegt. General Rice, ihr wollt noch antworten? Ja, ich wollte generell sagen, es gibt halt viel Diskussionen, die sind nach 48 Stunden einfach für niemanden mehr interessant. Und da kann man sich halt überlegen, ob man da jetzt unbedingt jetzt das noch triggern will oder einfach 48 Stunden wartet und dann weiß man, ob es eine Relevanz hat oder nicht. Und zum Beispiel die Eurohawk-Affäre, das ist halt eben eine Affäre, die halt länger als 48 Stunden Relevanz hat und dann muss man da halt auch weiterarbeiten. Es war noch die Frage an alle, mit der Kohle, Bargeld lacht. Herr Mayer, wie viel Geld investiert die CDU für ihre Kampagne und für die ganze Werbung? Das war so eine Sozialkundefrage. Das können Sie in der Satzung nachlesen, exakt oder maximal 20 Millionen. Die CDU hat als einzige Partei in ihren Statuten festgeschrieben, dass wenn man für wirtschaftliche Vernunft ist, man auch in Wahlkämpfen nicht mehr ausgibt, als man hat. Deswegen gibt es eine klare Budgetobergrenze von 20 Millionen. Damit liegen wir ungefähr ein Drittel unter der SPD, die auch in diesem Jahr wieder das meiste Geld zur Verfügung hat, auch durch Unternehmensverkäufe ihres Unternehmensbereichs, zuletzt die Westfälische Rundschau. Da sind mal 17 Millionen in die Kasse gekommen. Ob die alle bei dem Kollegen Göbel ankommen, das weiß ich nicht. Aber wir haben ungefähr ein Drittel weniger als die SPD, was einen Wahlkampf für eine etwas größere Zielgruppe und für die Volkspartei zu einer Herausforderung macht. Die kriegen wir aber ganz gut hin. Stimmt die Zahl? Was ist bei der SPD das Budget? Stimmt so nicht. Das Budget sind 23 Millionen, können Sie heute auch in der Zeitung nachlesen. Und von den 23 Millionen sind natürlich relativ viele Mittel gebunden. Also nur das, was ich vorhin gezeigt habe, so ein Aufbau von so einem mitmachen.spd.de, das zu programmieren, das kostet schon größere sechsstellige Beträge. Media Spending und Score, aber die Zahl ist 23 Millionen. Ludwig, Sie hatten es, glaube ich, schon gesagt, 12 Millionen oder was? Das wäre echt eine tolle Sache, aber es sind wieder 4,5 Millionen. Und ein kleiner Seitenhieb sozusagen politisch sei an der Stelle noch erlaubt. Ich meine, die Linke ist dann wirklich auch die einzige Partei, bei denen 4,5 Millionen Schluss ist. Die anderen Parteien bekommen ja noch Unternehmensspenden. Das hat die Partei abgelehnt sozusagen, sagte mir halt, das ist irgendwie nicht Spiel irgendwie der Demokratie. Und insofern ist da auch irgendwie Oberkante. Aber wir sehen natürlich, weil die Frage war, wie viel Geld und wie halt, ist notwendig, um Wahlen zu gewinnen. Also man hat wirklich entweder den Flow oder man hat ihn nicht, da kann man sonst wie viel Geld einsetzen. Was der Wahlkampf 2009 gerade bei der SPD halt bewiesen hat. Und die Zahlen gegenübergestellt, sagst du nochmal, da waren es 27 Millionen, die SPD ist irgendwie bei 23% eingelaufen. Die Linke hatte 4,5 Millionen und hat knapp 12% bekommen. Also das ist nie ein Maßstab.
Das heißt also, Ihr Tagebucheintrag für heute wäre, der Flow ist wichtiger als die Kohle. Naja, die Kohle kann nie schaden in einem Wahlkampf, ohne Frage, aber der Flow ist einfach wichtiger. Oder wie Ihr Agenturvorgänger Herr Staus sagen würde, das Momentum. Ja, wie ist bei der FDP, was geben Sie für Ihren Flow aus? Also ich finde es erstmal ganz toll, dass wir überhaupt Geld haben, das wir ausgeben müssen noch. Denn ich habe das Gefühl immer, wir brauchen gar kein Geld mehr ausgeben. Wir haben so viel kostenlose Werbung. Das habe ich ja schon gesagt. Es sind 4 Millionen, das ist so wenig wie noch nie. Aber man darf auch nicht vergessen, dass wir heutzutage einige Budgets haben, die man gar nicht mehr planen kann, das ganze Social-Media-Bereich. Das kann man ja kaum schätzen, weil es sind ja Sachen, die selbst passieren durch die Mitglieder, durch Sympathisanten. Wir haben relativ viele, die eigene Seiten haben, eigene Initiativen haben, die mit der Partei zusammen, teilweise neben der Partei, dieselben Ziele verfolgen. Schwierig zu sagen. Also 4 Millionen ist das, was offiziell aufgerufen wurde. Und bei den Grünen offiziell? Jetzt muss ich doch polemisch werden. Das ist, ich muss mal das wirklich unterstützen, was der Kollege Ludwig gesagt hat, und noch ein bisschen zuspitzen. Und zwar wieder an einem Beispiel aus Berlin. Man hat doch an den Piraten gesehen, 2011, dass man ohne Kohle, also jedenfalls ohne nennenswerte Kohle, wenn man ein politisches Angebot unterbreitet, was in die Zeit passt und in dem Fall sicherlich auch ein bisschen in die Stadt, dass man dann eben auf 10% kommen kann. Und ich bin immer ein bisschen fasziniert von diesen Summen, die da durch die Gegend fliegen, weil ja der Eindruck entsteht, diese Plakate würden und die Filme und das Internet und was da alles ist, das würde letztlich die Wahl entscheiden. Zum Glück ist die Wahl ja auch noch eine Entscheidung über Politik. Und zwar über die Politik, die bestenfalls in den letzten 4 Jahren gemacht worden ist, und über die Politik, siehe grünes Steuerprogramm oder irgendwas anderes, die angekündigt ist, avisiert ist, bestenfalls auch noch ehrlich. Ich meine, von dem, was die FDP vor 4 Jahren angekündigt hat, da ist ja nur so gut wie gar nichts umgesetzt worden. Egal. Und die Zahl, um die Frage zu beantworten, ohne Polemik, jetzt beruhige ich mich auch wieder, 4 Millionen allerdings für beide Wahlkämpfe, sowohl Bundestag als auch Europa dann im nächsten Jahr. Ja, wollen Sie von mir auch noch eine Zahl? Ja, wir haben also geschätzt, es sind ungefähr 400.000 Euro, die wir ausgeben für Wahlkampf. Sehr vieles davon wird über Spenden generiert. Zum Beispiel Brandenburg hat ein Budget von ungefähr 12.000 bis 15.000 Euro und macht da obendrauf nochmal 9.000 Euro Schulden. Niedersachsen hat Verpflichtungen und Wahlkampfbudget von 0 Euro. Ungefähr die Getränke, wenn die Agenturen zusammenkommen. Herr Schulden für einen Wahlkampf ganz schlecht. Okay. Gibt es noch von Ihrer Seite noch eine besondere Zusatzfrage oder einen Wunsch? Bitteschön, Herr Maus. Mich hat das Beispiel von Herrn Langguth sehr interessiert. Eine Stadt für alle und natürlich die Gruppendiskussion. Und da würde ich gerne wissen, ob in der Rückschau Sie sagen, man hätte die Ergebnisse auch anders interpretieren können und daraus die richtigen Schlüsse ziehen können? Oder war es so, dass die Ergebnisse nur diese eine Interpretation zugelassen haben? Ja, das hatte ich ja im Grunde schon auf die Frage von Thomas Leif vorweggenommen. Deswegen ist vielleicht in der Präsentation ein bisschen untergegangen. Also die Befragung und so weiter, ich saß da dabei hinter der Scheibe und das ist methodisch alles sauber gelaufen, überhaupt keine Frage. Die Ergebnisse waren absolut adäquat. Uns haben solche Befragungen auch schon oft geholfen, Wege zu finden, wie man eben kommunikative Probleme löst. Das ist nur eine Frage, wie soll ich sagen, der Herangehensweise. Und die war, glaube ich, aus unserer Sicht im Nachhinein an der Stelle falsch, weil man eben, das hatte ich vorhin gesagt, entweder so ein Ergebnis akzeptieren kann als Gott gegeben oder zu der Schlussfolgerung kommen kann, okay, da muss man wohl kommunikativ noch einiges machen. Und in dem Fall hat die Agentur, würde ich sagen, ihren Job nicht richtig gemacht, weil sie den falschen Schluss gezogen hat, nämlich das ist ja ganz, ganz furchtbar. Und so ein bisschen ist es ja dann am Ende auch mit Angela Merkel, ich glaube 46% oder 56% sogar, der grünen Anhänger, also der Leute, die jetzt bei 15% die Grünen wählen würden, finden die besser als den Steinbrück. Ja, kann ja sein. Ist eine Momentaufnahme, ist eine Bestandsaufnahme, ist die Frage, was ich damit mache. Plakatiere ich Angela Merkel oder sage ich, Mensch,
müssen wir vielleicht noch kommunikative Anstrengungen unternehmen, um an dem Ergebnis ein bisschen was zu machen. Wir haben jetzt noch Zeit für 3 ganz kurze Fragen. Konzentrieren Sie sich zuerst der junge Herr, der seine Diss schreibt über Narrative im Wahlkampf und seine Manuskripte nicht rausrücken will. Ganz genau. Jacebski von der Universität Duisburg-Essen. Die Frage geht jetzt einmal an das geänderte Wahlrecht. Gab es da in den Agenturen oder aus den Parteien Überlegungen dahingehend, die Kampagnen auch zu verändern, weil ja möglicherweise eine Abwertung der Erststimmen im Raum steht? Ja, danke, haben schon gesagt. 2 Fragen, eine an Herrn Mayer. Warum sagen Sie erst, die These des Lagerwahlkampfs sei obsolet, um am Ende, wie auch Herr Radomski gestern, dann doch rot-rot-grün als sozusagen Bedrohungsszenario zu beschwören? Und die Frage an Herrn Göbel, da vermisste ich etwas, wie soll denn der Wahlkampf in den Blocks mit CK aussehen? Noch ein paar weitergehende Informationen und führen Sie den auf Mallorca, denn die Ferientermine sind ungünstig. Die 3 großen Bundesländer haben bis kurz vor der Wahl Sommerferien. Ihre Frage bitte noch. Ja, vielen Dank, Christian Krell. Ich bin ganz dankbar, Herr Lange, und Sie haben es ja angesprochen. Es geht ja am Ende auch um Politik. Mich würde Ihre Einschätzung interessieren, welchen Unterschied macht eigentlich sozusagen eine gute oder eine schlechte Kampagne? Wie maßgeblich ist die Farbwahl für das Wahlergebnis? Doch, aber dann knapp. Eine kurze. Und Claudia Burkhardt, ZDF, unternehmen Sie besondere Anstrengungen, Nichtwähler anzusprechen? Gut, in aller Kürze, wer kann die Rechtssache wegräumen? Die erste Frage mit den machen Sie ganz knapp. Zum Wahlrecht ganz kurz. Sicherlich relativ interessant, wenn man sich irgendwie anguckt, die Zusammensetzung Bundestag, Überhangmandate, wie gewichtet man denn die Wahlkreise gegeneinander? Gibt es eigentlich sowas wie Swing States in Deutschland? Darf man natürlich nicht sagen, weil jeder Wahlkreiskandidat hat ein Recht sein zu gewinnen. Also mit Interesse zur Kenntnis genommen, aber das kam zum Glück so früh, dass es jetzt nicht die Strategie bei uns irgendwie grundlegend verändert hat. Ihre Blockkultur? Blogs kann ich gleich machen. Ja, Mallorca wäre schön. Da gibt es ja auch Blogs. Die heißt da gibt es auch Hotels. Blogs, genau. Irgendwie. Da ist vielleicht das Wetter auch im Sommer besser. Aber nee, im Ernst, wie das gehen soll. Die Infrastruktur habe ich Ihnen gezeigt, wie es organisiert wird. Zielmarke kann man auch überall nachlesen. Es sind 5 Millionen Haustürbesuche. Glauben Sie nicht den französischen Sozialisten, was die behaupten, wie viel sie geschafft haben. Die Zahl ist maßlos übertrieben. Diese 5 Millionen sollen mit den freiwilligen Organisationen und den Campaignern in den einzelnen Wahlkreisen geschafft und organisiert werden. Es liegen Ferientermine dazwischen, das weiß ich. Das soll uns aber nicht daran hindern, da zu mobilisieren. Ganz knapper Satz zu Nichtwählern. Haben Sie da eine besondere Idee, außer jetzt das, was Sie uns schon erklärt haben? Naja, wo erreicht man Nichtwähler? Die müssen ran. Nee, natürlich in dem Tür-zu-Tür-Wahlkampf. Also ich habe ja gesagt, die 3. zentrale Wählergruppe für uns sind die, die nicht zur Wahl gehen. Das ist irgendwie der Wartestand, der sehr SPD-affin ist und die wollen wir mit dem Tür-zu-Tür-Wahlkampf erreichen. Mayer, die gute, schlechte Kampagnenfrage war an Sie gerichtet. Da sind Sie ja Spezialist. Wann ist eine Kampagne gut, wann ist sie schlecht? Da können Sie sich ausphilosophieren. Antwort ist kurz, wenn sie gewinnt, ist sie gut, wenn sie verliert, ist sie schlecht. Wir machen ja keine Kunst, sondern Auftragskunst. Wir sind Auftragsmaler und das muss passen. Und vor allem muss die Kampagne zur Politik passen. Eine Kampagne kann nicht irgendwas behaupten, was in der Sache nicht funktioniert. 2 kurze Sätze noch zu dem Thema Parteienkonstellation. Ich glaube in der Tat, dass das Lager, die Lagerdenke weg ist und wir sozusagen so eine Sichelgruppe haben. Ob man das dann Lager nennt, weiß ich nicht, aber es ist zumindest eine neue Konstellation, die sich ergibt. Und mal gucken, wie das so wird. Und ein Satz zu Nichtwählern, also wenn man die Wahlstrategie der Union sehen würde, wäre es ja gerade gut, wenn es viele Nichtwähler gibt. Also dann vermute ich, dass es für Sie keine Zielgruppe ist. Das, glaube ich, ist zynisch und passt auch nicht. Eine Regierungspartei, die gleichzeitig die Volkspartei ist, freut sich natürlich, wenn möglichst viele zur Wahl gehen und auch solche, die beim letzten Mal ferngeblieben sind. Es gibt allerdings eine interessante Korrelation zwischen der Zufriedenheit der Leute mit dem Land
und einer gewissen Neigung, gelegentlich auch den Wahlen fernzubleiben. Insofern ist nicht jede Stimme, die nicht abgewiesen gegeben wird, ein Protest gegen das System, sondern auch oft, und das kennen Sie aus der Wahlforschung, Rational Choice Theorie, durchaus auch eine Zustimmung. Wenn ich insgesamt zufrieden bin, dann kaufe ich mir auch kein neues Auto und da beschäftige ich mich auch nicht so mit der Autowerbung. Herr Reins, Ihre knappe Sentenz zu Nichtwählerakquise, ist das für Sie ein Thema, was Sie beschäftigt? Das muss einen beschäftigen, glaube ich, wenn man sieht, wie die Wahlbeteiligung runtergeht. Das ist, glaube ich, ein wichtiges die Aufgabe für alle Parteien, meiner Meinung nach. Wie machen Sie es, ganz knapp? Versuchen, Themen anzusprechen, die Leute berührt, die Nichtwähler berührt. Man hat ja untersucht, warum man nicht zur Wahl geht, welche Themen nicht angesprochen werden. Und die Themen, also wir haben eine Nichtwählerkampagne geplant für die letzten 6 Wochen. Es gibt einige im Mittelstand und Selbstständigen, die wir bisher nie erreicht haben, wo man sich auch selbst in die Nase fassen muss. Warum haben wir die nicht erreicht? Da arbeiten wir gerade dran. Die Studie, ja, die Oberschicht bei Bertelsmann will auch nicht mehr wählen. Da haben sie ja einiges zu tun, die überhaupt wieder zu motivieren. Naja, wir sind ja nicht die Partei der Oberschicht. Ne? Das sind immer noch die Grünen. Aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall genügend Argumente, Menschen zur Wahl zu bringen, die wir vielleicht noch nicht gespielt haben. Sicherlich auch noch einen trockenen Spruch drauf, was ist eine gute, was ist eine schlechte Kampagne? Also auch eine gute Kampagne kann irgendwie halt in die Hosen gehen, wenn das irgendwie halt nicht sozusagen übereingeht irgendwie mit der politischen Situation. Ich finde, der Maßstab dann einfach angesetzt, irgendwie zu sagen, sie war schlecht, weil die Wahlen verloren gegangen sind. Da sehe ich sozusagen als Handwerker noch ein bisschen, habe ich noch ein bisschen anderen Blick drauf. Herr Reyes, wann ist bei Ihnen was gut, wann ist was schlecht in der Kampagnenführung? Ja, in erster Linie muss man mit sich selbst zufrieden sein und sagen, so habe ich mit den Sachen, die ich habe, gut gearbeitet, habe ich sie gut umgesetzt und der Erfolg wird sich dann einstellen, auf kurz oder lang. Und man muss halt einfach genug Ausdauer haben und wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, dann funktioniert es halt beim zweiten Mal. Ich hätte aber noch 2 Dinge, die ich auf die Fragen antworten würde. Einmal zum Thema Nichtwähler. Sie hatten ja die eine Folie gesehen, wo wir klargestellt haben, welche Themen wir oder welche Texte wir schreiben wollen. Und Stichwort Wähleraktivierung ist halt genau das. Ne? Mit dem Spruch, worauf wartet ihr eigentlich noch? Wollen wir halt darauf anspielen, dass wir sagen, ja, wenn ihr uns jetzt nicht wählt, so welche Partei wollt ihr denn dann wählen? Und zum Thema Mallorca, also Mallorca ist für uns das geringere Übel. Es sind mehr die Universitäten und die vorlesungsfreie Zeit, weil die endet halt erst eine Woche nach der Wahl. Und da können wir halt auch nicht mehr vor den Universitäten plakatieren, das ist dann sinnfrei. Ich danke der gigantischen Elefantenrunde hier oben, allen 6 Herren. Es war vorher nicht vorauszusehen, dass es so funktioniert, muss ich sagen, bei der Vorbereitung. Es war alles ein bisschen kompliziert. Alle waren ein bisschen verstockt und kleinlaut. Aber wie es in Ihrer Sprache heißt, Sie haben Milch gegeben, so nennt man das ja. Vielen Dank dafür, dass wir so viel lernen durften. Jetzt